YouTube, mein Leben ergibt endlich wieder Sinn, denn ich darf mit dem besten Menschen auf der weiten Welt wieder in die Backrooms steigen. Die Rede ist natürlich von der liebevollen, wunderbaren Knu. Oh, es ist so süß. Ich bin auch romantisch, Knu. Ja, toll. Ich kann auch voll lieb sein. Irgendein Diss. Nee, ich freue mich einfach. Backrooms finde ich immer toll und ich finde, wir verbringen viel zu wenig Zeit miteinander. Finde ich auch. Und deswegen finde ich auch, solltet ihr uns alle virtuell umarmen, mit einem Daumen nach oben. Die Leute wollen Knujor. Ich höre immer wieder, was ist aus Knujor geworden? Ja, bei mir auch. Ich will mal wieder einen dicken, fetten Knujor. Ein Knujor. Also, Escape the Backrooms hat neuen Content. Geil. Beim letzten Mal sind wir durch diesen Darkroom gegangen, so nenne ich es mal, wo diese ganzen Lichter da waren, wo man sich irgendwie mit diesem Gerät durchwuseln musste, und dann haben wir die Tür geöffnet und waren in diesem Haus hier drin. Und unten in dem Haus haben wir eine weitere Tür geöffnet und dann haben wir so eine Art, ja, Ozean gesehen oder sowas, ne? Kannst du dich daran erinnern? Ja, es wurde stimmt. Nass. Es wurde auf einmal plötzlich nass. Wir haben in die Ferne geblickt. Und genau das machen stimmt. wir jetzt. Da geht's jetzt weiter. Ach, nice. Da geht's jetzt weiter. Hast du auch Saft? Oder habe ich jetzt alles an Saft weggenommen? Nee, du hast alles weggelootet. Guck mal, hier ist aber noch ein bisschen was. Hier ist Mandelwasser und Energieriegel, damit du groß und stark wirst fürs Training. Ja. Ich habe richtige kleine Schulterpads bekommen. Das ist schön. So, hier. Vorsicht vor dem Ding. Oh nein. Vorsicht vor dem wilden Gnu steht hier drauf. Sieht aus wie das von Resident Evil. Ist es voll Resident Evil 4 hier, oder? Das kann sein. Wie hieß das Ding nochmal? El Lago? Oh Gott, Kies, oh Gott, oh Gott, was? Was war da was? Was ist passiert? Ich muss bei Verstand sein. Ich steig da mal ein. Ich soll da einsteigen? Ja. Ist doch alles gut? Was? Weiß gar nicht, was du hast. Komm. Willst du mich verarschen? Komm rein. Ich kann nicht rein. Ah, doch, kann ich. Ich nehme dich mit auf ein wildes Abenteuer. Kies, Hilfe, ich schwimme. Kies. Nee, bist du drin? Ich konnte da nicht mit rein. Da musst du ja ein eigenes Boot nehmen vielleicht. Komm noch mal her. Jeder braucht sein eigenes Boot. Nein, ich will mit dir fahren. Warte, ich gehe rückwärts. Zeig, wenn ich da bin. Ich habe nämlich hinten keine Augen. Ja. Jetzt. Warte. Und? Nee, geht nicht. Ich dreh durch. Wie, du drehst durch? Ich werd irre. Seekrank oder was? Hä? Oh mein Gott, was ist das? Boah, du bist tot. Hä? Alles klar. Also mir geht's top, ich kann einfach lospaddeln. Hey, mich hat's voll zerplatzt. Kannst du wieder reinkommen? Nee. Jetzt, du bist für immer tot. Jetzt oh nein, dann. Das war ja so, dass man, wie waren das nochmal? Das ganze Level über tot, oder? Ich glaube, du musst jetzt sterben, damit ich rein kann, aber ich weiß gar nicht, warum das so ist. Okay, ich gehe das Monster suchen. Hallo, du Monster! Blutest, wenn du schwimmst. Monster, friss mich, Monster! Na los! Oh Gott, Kies, das gefällt mir gar nicht. Komm schon! Hat ein bisschen was von Dredged. Ich will gegessen werden. Guck mal, wie schnell ich schwimmen kann. Halb Mensch, halb Delfin. Du siehst aber wirklich weird aus. Aber warum bin ich gestorben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, deine Psyche hat einfach dieses große Wahnsinnsabenteuer, das auf uns wartet. Das hast du einfach nicht verkraftet. Oh, da kommt irgendwas. Oh, wo? Keine Ahnung, eben gerade. Was ist passiert? Ich muss mal über Verstand sein. Stand da genau, das ist mir auch passiert, dass diese komischen Gesichter überall waren. Ja, warum hast du denn kein Mandelwasser geschlabbert? Du hattest welche. Weil das dann schnell wieder weg war. Warum bin ich denn gleich durchgedreht? Weil du sensibel bist. Irgendwie gehe ich nicht drauf, ne? Ich spiele das jetzt irgendwie einfach durch. Weiß nicht. Brauchen kein Boot. Auf einmal wirst du da hinten wiederbelebt. Das wäre geil. Hast du irgendwo aber von ein Monster, mir schwimmst das auch mich. Gar nicht mehr. Doch, doch, ich schwimme. Ich komme immer näher. Da hinten ist, glaube ich, ein Leuchtturm oder sowas. Oh, ich höre was? Nee, ist wieder nur Grimassen. Guck mal, ich starte jetzt an und vielleicht explodiere ich jetzt. Jetzt dreht sich alles so, ich bin tot. Oh ja, du bist explodiert. Ja. You are geplatzt. End of Mag Tape. Okay, wir starten noch wieder. Hier ist nett. So. Also, ich glaube, wir brauchen unser eigenes Boot, oder? Ich glaube, jeder braucht sein eigenes Boot. Mir wirklich alles weggefressen. Echt? Aber ich habe jetzt nicht wirklich viel. Ich habe jetzt ein Wasser und einen Saft. Mehr habe ich nicht. Okay. Kannst du wirklich nicht das Boot F drücken? Da bist du drin. F. Nee, ich kann nicht in deins. Da drüben ist noch ein Boot. Ich bin so gentle und warte auf dich. Okay, ich komme. Ich habe Angst. Okay, Achtung, was machen wir denn, ich ramm wenn das dich. Ding kommt? Achtung, wow. Ich
schwimm dir hinterher, Kies. Einfach mir nach. Captain Kies, der kriegt das hin. Arr! Kies, ich hab Angst, ich weiß gar nicht, wie wir uns verhalten müssen, wenn es kommt. Wenn es kommt, stich ihn mit der Harpune ins Auge. Ja, du musst nicht angucken, einfach da. Du musst dich einfach angewidert wegdrehen, dann kriegt es Komplexe und schwimmt ganz tief nach unten und bleibt da unten. Oder uns vielleicht auch nicht mehr bewegen? Nee, das war ja schon bei der Katze nicht der Move irgendwie. Bist du hinter mir? Ich gehe jetzt da zu diesem Haus. Ja, ich komme mit. Weil da ist irgendwas drin. Ich sehe da Sachen drin. Okay, ich denk dran, ich brauche auch noch was. Ich lasse dir Sachen übrig. Den Müll. Da scheint wirklich nur Müll drin zu sein, aber das ist dein Müll. Der Müll gehört nur dir, Klo. Oh, da ist Saft drin und da ist richtig viel drin. Also da kann ich mich auch bedienen. Okay, nice. Da ist für jeden was drin. Safti. Warte, ist sehr schön. Oh, nochmal Saft. Okay, Saft gibt uns Geschwindigkeit. Ach, guck mal, was hier alles ist. Riegel, Saft. Oh, ist aber nicht gut. Ne, dann brauchen wir das jetzt auch gleich. Ich glaube, dass wir dem Monster wahrscheinlich dann nur entkommen, wenn wir schnell sind. Vielleicht wird es hier richtig rund gehen. Mach die Tasche voll, nimm alles mit. Oh, hier liegt noch ein Riegel rum. Okay, wie tue ich es noch mit meinem Inventar? Hier. Ah, sollen wir es jetzt schon mal nehmen oder noch nicht? Ja, dein Gehirn. Du musst dein Gehirn angucken. Das ist noch gut. Und dann weiter. Hinten ist irgend so ein Leuchtturm. Ja. Stretched. Komm, ich stoße dich mal an hier. Boah, irgendwie. Oh. Jetzt schwimm, kleiner Kies. Jetzt kann ich gar nichts, weil du musst ein bisschen rückwärts. Blockierst mich. Nö, ich bin weg von dir. Ey, schwimm, kleiner Kies. Komm nicht schwimm. Weg, weil du mich da irgendwie anschiebst. Guck, du schiebst doch. Von wegen, ich bin weg. Wegen dir sterben wir. Nein, wir schwimmen direkt zum nächsten Haus. Wegen deinem Leichtsinn. Mein schwimm, Boot hat jetzt irgendwie, Kies. Guck mal, mein Boot hat jetzt aber auch irgendwie einen Schaden davon getragen. Na, hat's gar nicht. Das lässt sich nicht mehr richtig steuern. Ach komm. Wirklich jetzt? Jetzt geht's wieder. Nein. Jetzt, wo du weg bist. Jetzt langsam. Ey, alles jetzt, gut, jetzt, wo Boot. Du weg bist. Sie kann dir nichts mehr tun, Boot. Alles gut. Die böse Knö. Komm mal mit, Herr Kies, hier im Haus, Mann. Da gibt's doch, was gibt's da drin? Gar wie nicht. Du das schwimmt. Doch, da gibt's auch wieder geilen Shit. Ja, ich bin voll mit Shit. Ich habe richtig viel Shit dabei. Ich glaube, du hast aber. Oh, jetzt richtig viel. Ui. Ich brauche nur. Jetzt sollten wir uns wirklich mal einen Saft schießen hier. Ja, aber dadurch werden wir nur schneller durch Saft. Okay, okay, hoch kann man nicht. Oh Gott, hast du mich gerade erschrocken. Nimm nur das gute Mandelwasser mit, Kind. Das, ich kann nicht mehr. Das gute Mandelwasser, du. Wie kann ich mehr? So, mein Gehirn ist gut. Was hilft nochmal unserem Gehirn? Gar nichts. Mandelwasser. Okay. Kannst du auch im Boot nehmen? Sonst nehme ich das jetzt. Nee, kannst du nur jetzt nehmen. Hau dir jetzt noch eine Dose zwischen die Backen und dann geht's weiter. Hab ich. Hab die auch mit den Arschbacken geöffnet. Oh, es ist ätzend hier zu drehen. Ja, ist richtig ätzend. Aber es geht schon. Okay, also bis jetzt, ich will endlich mal den Lurch hier sehen. Nee, ich nicht. Wenn der Lurch rauskommt, fangen die Kopfschmerzen an. Ist das eigentlich jetzt ein offizielles Level in der Historie der Backrooms? Oh, hier wird es auf einmal super neblig. Mhm, ich sehe gar nichts mehr. Ich auch nicht, Kies, nicht so. Oh mein Gott, jetzt geht so eine Musik auf einmal los. Ja, Kiesi. Wir sollten uns beeilen. Oh, oh, ich höre ein Nebelhorn. Das Lurchhorn. Hast du nicht gehört? Oh, so ein brrr. Da vorne blubbert's. Vielleicht nicht dahin, oder? Wir müssen dahin, wir müssen zum Leuchtturm. Aber vielleicht um das Blubbern herumschwimmen. Nimm Knu. Nein. Die schmeckt zart, die macht sehr viel für ihre Gesundheit. Die schmeckt richtig schrecklich, nein. Die kartet gerade, die hat kein Fett mehr dran. Ich weiß nicht, ich finde das, wir können auch noch in die Häuser, irgendwie weird. Ich hoffe, da ist nichts drin. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht die Häuser absuchen nach irgendwelchen Schlüsseln, das wäre furchtbar. Ja, aber guck mal, die sind ja so halb unter Wasser. Ich glaube, ich habe da irgendwo einen Leuchtturm gesehen in der Ferne. Ich gehe mal zu dem hier, da kann man noch so ein bisschen vielleicht rein. Ja. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh nein. Ich bin aufgelaufen. Kann ich das reinschieben? Oh, wow. Oh, oh, Kies mal. Mein Boot ist... Zurück. Geht nicht. Ich habe mein Boot damit offiziell geschrottet. Außer du schiebst mich so von der Seite an. Okay, von welcher?
Schieb mich von hier, musste mich irgendwie so. Also hier ist die Kante. Ja, okay, warte. Ich guck mal rein. Ich seh dich auch gerade gar nicht mehr. Ich stehe hier. Siehst du mich nicht? Ich stehe hier. Nö. Hallo, hier direkt vor Nö. Dir. Jo. Nö. Ah, jetzt bist du da, ja. Ich bin auf deinem Boot. Okay. Meins geht immer noch nicht. Du musst immer noch ein bisschen. Vorsicht, nicht, dass du auch stecken bleibst, weil dann haben wir ein Problem. Warte. Komm jetzt mit voller Wucht. Voller Wucht, ramm voll rein. Okay, let's go. Oh, was ist das denn da hinten? Der Leuchtturm. Da passiert irgendwas, Knu. Ich weiß nicht was. Der warnt uns. 100 Pro müssen wir dann raus aus dem Boot. Müssen wir da raus? Ist das sowas wie raus aus dem Boot? Sonst werdet ihr. Ich könnte mir vorstellen, dass der uns warnt. Stopp, ich bin frei. Okay. Ich gehe raus. Glaubst du? Ich weiß es nicht. Ja, das ergibt schon Sinn, wenn du das so sagst. Ja, mach's nochmal. Ich hab Angst. Jetzt komm! Gieß, ich hab Angst. Oh mein Gott, Gieß. Das ist direkt hinter dir, schnell! Gieß, ich hasse dich! Das hört sich an wie so ein Autohupen. Was ist unangenehm, wenn man irgendwie nicht weiß, was einem so erwartet, gell? Wie wär's, wenn wir jetzt da hinschwimmen? Was meinst du? Das ist eine geile Idee. Nee. Doch, nein, 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 aber. Okay, was macht mein Geisteszustand sagt aber, schwimm hin. Meine auch. Let's go. Ich habe hier noch so ein isotonisches Getränk. Komm, Kies, time to be a man. Man. Ey, ich komm gerade jetzt. Der war doch hier, gell? Der Leuchtturm, ja, ich seh ihn. Oh Gott, hoffentlich bringt uns das nicht um. Ich hoffe es nicht. Warte mal, ich habe erstmal wieder hier so einen Mega-Wendekreis. Okay, ich sehe ihn. Oh mein Gott, was ist denn mit diesem Boot los? Als würde ich irgendwie die Titanic höchstpersönlich wenden müssen. Brauchst du Hilfe? Nee, es geht. Bist du da? Ja, ich bin jetzt beim nervigen Leuchtturm. Was muss man da machen? Kann man da hin? Kann man da raus? Nee, der macht nur dumme Hubgeräusche. Ah, hier ist doch was. Hier ist was. Oh Gott, Kies. Was ist das? Oh mein Gott, Kies. Oh mein Gott, ich hab's gesehen, was wir machen müssen. Ist es schlimm? Ja, es ist schlimm. Oh mein Gott, ich will da rein. Oh, wir müssen, glaube ich, beide rein, oder? Ja. Aufsammeln. Warte. Wieso kann ich es nicht aufsammeln? Ach, musst du mir das reinpfeifen? Nee, dein Ding ist voll wahrscheinlich. Ja. Muss es anziehen. Anziehen, flop. Peace. Geil, Mann. Oh Gott, wie sehe ich aus? Sexy. Oh, süß. Richtig hot. Du siehst ja süß aus. Okay, dann gehen wir da jetzt rein. Müssen wir das Seil nicht mitnehmen? Nein, das Seil. Nee, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich schon. Kies, halt meine Hand! Oh mein Gott. Kies. Taschenlampe ist an. Wie? Das ist automatisch, glaube ich. Ja. Oh mein Gott, ist das wirklich so? So sind die Backrooms? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das denn? Kies, ich hab Thalassophobie! Wo bist du? Oh Gott, hilf! Kies, du bist weggeschossen! Wo bist du? Ich bin da! Kies. Hier unten! Wohin? Ich weiß nicht! Warte mal, lass mal ruhig bleiben, Kies. Ich seh dich nicht. Wo bist du jetzt? Ich bin beim Käfig immer noch irgendwie in der Nähe. Ich auch irgendwie? Ich bin beim Käfig. Oh Gott, Kies, können wir uns irgendeine Schnur geben, dass wir. Ich weiß es nicht, wohin müssen wir denn überhaupt? Dem Licht hinterher? Keine Ahnung. Dahin vielleicht. Guck mal, das ist so eine Höhle. Nee, ist keine Höhle. Ist nur so ein. Doch, ist eine Höhle, oder? Das ist keine Höhle. Nee. Witzig, wie du schwimmst. Du legst sie einfach auf den Rücken und schwimmst. Das nennt man den toten Delfin. Ich will haben, dass der Feind mich nicht sieht, weißt du? Der reagiert auf Bewegung. Jetzt, glaube ich, habe ich Angst vor diesem Schlauchdings. Ich glaube, wir müssen uns immer irgendwo verstecken in Algen. Ich weiß halt nicht, ob das die richtige Richtung ist. Ich meine. Wenn Backroom Subnautica wäre, ne? Ja, Bioshock, so, obwohl ja aus Subnautica. Ja. Das war ein Reaper. Ein Reapy. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich überlege halt gerade, ob wir irgendwelchen Licht folgen müssen, irgendwas sehen. Bleibt mal kurz stehen. Ihr nennt euer Lösungsbuchcode Braun. Mal gucken, ob wir hier irgendwas
sehen. Das ist auf so vielen Ebenen falsch, ne? Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Code Brown. Boah, keine Ahnung. Ich würde erstmal einfach in eine Richtung gehen, so. Ich meine. Ja. Gut ist, wir haben unendlich Luft. Was sagt denn der Geisteszustand? Der ist auch stabil. Würdest du dich trauen, den Helm auszuziehen? Nein. Du? Nee, aber ich würde es witzig finden, wenn du es machst. Weil mein Kopf dann platzt. Oder dass du halt ganz blau wirst. Ich guck gerade, ob er irgendwas sieht. So geil, wie du schwimmst einfach. Sind wir richtig? Ich kann es nicht sagen, aber Backrooms schmeißt er immer gern irgendwo raus und sagt so, jetzt komm selber klar. Naja, das ist halt immer sehr kryptisch, ne? Ja. Vielleicht ist am Boden irgendwas. Guck mal, hier sind so kleine Luftdinger. Ja, aber hier sind überall kleine Luftdinger. Wir brauchen, also wenn, da muss ja irgendwas Markantes sein, das man erkennen kann. Und das Level kann ja auch nicht so konzipiert sein, dass es ewig lang groß ist. Irgendwann. Nee. Sind wir jetzt wieder bei diesem Durchgang angekommen? Komm ich hier vorne? Dafür ist die Musik komischer geworden. Oder? Die wird doch intensiver. Wir gehen jetzt weiter runter. Nein. Hier ist auf jeden Fall ein Fels. Ja, das ist nicht der Durchgang. Aber guck mal, wenn du hier so hinguckst, siehst du auch, dass da irgendwie so eine Art Level-Abgrenzung ist, oder? Ich glaube, dass wir die ganze Zeit loopen, oder? Das ist wie ein Loop. Ja, guck mal, das ist... Nee. Oder doch? Nee, guck mal, hier... Hä? Hier ist eine Hand. Nee, ich dachte, hier ist eine Hand. Aber hier... Nee, guck, hier ist eine Levelabgrenzung. Okay, das heißt, wir müssen wirklich irgendwas finden. Wahrscheinlich runter, 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 nehme ich mal an. Ich weiß nicht. Wir gehen ja auch nicht wirklich runter, wir gehen vorwärts. Das Monster vielleicht irgendwie finden. Dann. Ja, ich glaube, das ist halt noch weiter. Maul rein. Warte mal, guck mal, ist das der. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben einen Loop. Ich versuche jetzt nochmal. Guck mal, hier ist nochmal dieser Durchgang. Und wenn da jetzt der Käfig ist, dann haben wir den Beweis, dass wir geloopt sind. Ja, hier ist der Käfig. Okay. Das ist wirklich ein Loop. Ist halt die Frage, wohin vom Käfig aus? Er schmeißt uns ja hier raus. Hier ist die Öffnung, oder war hier drüben auch eine Öffnung? Nee. Hier ist es auf. Also würde ich sagen, will das Spiel vielleicht haben, dass wir hier so geradeaus gehen. Was mit Hochschwimmen? Nee, glaube ich nicht, oder? Ich weiß nicht, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Unter Wasserlevel, wo man einfach nur hochschwimmen muss, das wäre schon sehr unkreativ. Oh, wir müssen auf die Musik hören, weil die wurde vorhin echt ätzend laut. Ja, mal hochschwimmen. Gut, probieren wir es. Oben ist immer so ein Licht. Du siehst... Achso, ja. Irgendwas leuchtet da oben. Das sieht so gestört aus, wie du da schwimmst. Boah, sehe ich gar nichts mehr. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Oh Gott, Kies. Ist da oben was? Nee, aber du verschwindest langsam. Bist du schnell? Warte mal, Da oben Kies. Ist Ende, da oben ist Ende. Okay. Witzig. Okay, ich sehe es. Ist wieder straight nach unten. Ich glaube, dass wir runter müssen. Oh, was ist jetzt los? Was ist los? Keine Ahnung, mein Kopf kriegt irgendwie keine Luft mehr. What? Ja, eben gerade war er so wie erschöpft. Hat schwer geatmet. Da ist wieder der Käfig. Beim letzten Mal sind wir hier entlang. Ich warte mal, wir dürfen uns nicht verlieren. Ich habe dich verloren. Weißt du, wo der Käfig ist? No. Ich höre dich. Glaube ich. Ich weiß es nicht, hier dreht man durch. Ich schwimme, ich höre mich so komisch an, so platsch, platsch. Ja, ich höre auch was platschen. Das bin ich, komm mal zu mir. Das platscht hier überall, keine Ahnung. Ach so, verdammt. Boah, das ist schon echt gut gemacht, ne? Da kann man echt schön durchdrehen. Da kann man wirklich durchdrehen. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Oh nein. Da ist Licht. Da ist Licht drin.
Du musst nur zum Käfig. Dann führe ich dich dahin. Nur ist gut. Nur zum Käfig. Da, wo der Rundbogen war. Oh mein Gott, ich werde dich verstehen. Wahrscheinlich wirst du es nie wieder finden, denn du hast keinen so guten Orientierungssinn wie du. Nee. Soll ich mal in die Höhle schwimmen? Ja. Ich warte noch kurz auf dich. Ist halt echt blöd, dass man... Ah, hier ist noch dieser große Ding. Der Steindurchgang, hast du ihn gefunden? Ja, der große Stein. Der große Stein oder der große Steindurchgang? Der große Stein, ah, da bist du. Ja, hast du mich? Ja. So, warte kurz, bevor du reingehst, hinter dir. Hoffentlich bist du das, oder zeig mir deinen Ausweis. Ja, ja, das bin ich. Das mit dem Ausweis. Echt? Nee, das war das andere, glaube ich. Ja, du hast keinen Ausweis. Ich blick da nicht mehr durch. Ich auch nicht, aber das war das andere mit dem Ausweis. Okay, dann... Glaube ich zumindest. Oder war es vielleicht auch das mit dem Ausweis? War C, Ausweis, V? Hier, siehst du mich denn nicht? Nee, ich habe manchmal das Gefühl, dass du buggst, weil du hast mich gerade auch nicht gesehen. Wo bist du denn jetzt? Warte mal. Ich bin da, wo ich gerade war. Ich habe mich nicht bewegt. Ja, bei dem Rundbogen. Ja, da... Hä? Genau, ich fahre... What? Ah, da oben. Hier, du bist zu hoch. So, hallo. Ja, genau, okay. Jetzt, wir folgen. Siehst du mich? Ja. Folge mir. Guck hier, hier ist ein Licht da drin. Das muss irgendwas bedeuten. No. Oh, hier geht's nach unten. In die Tiefe. Oh mein Gott, geht's da nochmal rein? Nee. Noch hier weiter nach unten? Nee, hier. Wo bist du? Boah, es ist echt, dass es so schnell verliert hier. Einfach den Gang schwimmen, einfach den Gang schwimmen. Oh, Luft! Ruckelt! Lags! Cutscene! Siehst du die auch? Nö. Schwarz! Dies hat sich abgeschossen ohne mich. Ich glaube, du musst hier sein, damit es weitergeht. Also, ich gehe jetzt nochmal... Entweder hat sich mein Spiel aufgehangen oder du musst auch da sein. Du musst einfach nur diesen Gang folgen. Da kann man nicht falsch abbiegen. Also, es geht halt nur runter. Ja, und dann irgendwann geht's geradeaus, dann wieder hoch. Ich kann nichts sehen, also irgendwie brauche ich dich, glaube ich. Ja, das Spiel hat sich nicht aufgehangen. Ich muss nur warten, bis du da bist. Hier ist jetzt Wasser. Okay. Cutscene. So, jetzt loading. Ja, jetzt bin ich in der Höhle. In irgendeinem Keller. Ja, zeig mir mal deinen Ausweis. Ich traue dir irgendwie nicht. Okay, komm mal her an den Tisch. Komm mal hier an den Tisch. Ich habe leider nicht. Junge Dame. Ich habe mich leider nicht. Hier, kannst du lesen, was da drauf steht? Ha? Keystore. Ja, und was noch? Chef. Und hier steht Präsidentin. Nee, da steht Reinigungskraft. Dir trotzdem mehr Würde als du. So, wie hast du jetzt auf F das Licht angemacht? Weil das geht bei mir nicht. Nein, du musst es in die Hand nehmen. Du musst es schnappen, die Taschenlampe, in die Hand, in die Haupthand nehmen und dann die Maustaste drücken, als würdest du ein Item nehmen. Nice. Walkie-Talkies, sollen wir da so eins mitnehmen? Können wir den auch nehmen? Brauchen wir nicht, wir reden ja hier rüber. Aber wenn du das sagst? Glaube ich, oder? Wenn du das sagst. Das mache ich mir noch einen Inventarplatz frei und... Madagne. Warte, ich nehme mal noch eins mit für den Fall der Fälle, kann ja nicht schaden. Dann nehme ich auch eins mit, warte. Ja, immer noch nicht das dumme Monster gefunden, gell? Das macht mir Das müssen wir wahrscheinlich melken. Und das Monster-Gelee, um hier rauszukommen. Melke das Monster. Oh ja, wahrscheinlich. Du kennst dich ja aus mit Melken, ne? Ja. Dieser Geruch riecht familiär, also vertraut. Melken? Oh Gott! Gnu, geh zurück! Oh, ich bin tot. Oh Mann. Du warst ein bisschen zu frech fürs Spiel. Dann töte ich mich jetzt auch, oder? Haben wir dann hier einen Speicherpunkt? Höchstwahrscheinlich, ja. Alter, das Ding hat dich voll zerbimst. Wie macht man die kaputt? Vorbeischleichen? Ich glaube, vorbeischleichen und Taschenlampen aus. Warte mal, oh, das ganze Inventar ist leer. What? Echt? Oh nein. Oh nein, da war ja was, ne? Alles ist weg. Auch die Taucheranzüge und so, alles weg. So, komm rein. Der familiäre Geruch. Ja. Vielleicht müssen wir auch Taschenlampe ausmachen. Einfach wirklich schleichen. Was sagt er hier?
Das Zeug riecht vertraut. Ach, jetzt kommt kein Untertitel mehr. Zählt dir nur einmal. Deswegen hast du vertraut gesagt. Riecht wie ein Furz, den ich aber schon mal gerochen nicht, habe. Tu nicht Licht die an. Ja, deswegen machen wir aus. Ja, da war doch was. Es geht ja gar nicht anders. Ja. Oh, wie ätzend. Schau sie nicht an, Knu. Nee, nee. Wie ist die eigentlich hierher gekommen, frage ich mich. Das ist eine Unterwassermotte. Ich glaube, Licht sieht die nicht mal an, wenn ich mich an den Hotel-Scheiß erinnere. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben so viele Backroom-Abenteuer erlebt, du und ich. Aber wirklich, da ist schon wieder eine, Vorsicht, also hier, wo ich hinleuchte. Ja, deswegen erstmal da nicht rein, würde ich sagen. Scharlakmiten und Scharlaktiten. Achtung. Mal aus lieber, ne? Ist da irgendwas drin? Nee, nur eine Motte, glaube ich. Oh, Leuchtpilzis. Da hinten ist noch eine Motte. Always ich glaube, wir müssen da lang. Weil da hinten scheint nichts zu sein. Ich find's voll krass, wie viel die schon mittlerweile so in die Backrooms reinstecken. Das sind ja richtige, süß, mega gell? Erfolgreiche Spiele. Ja, Backrooms ja. Ist Liebe. Liebe. Easy, I'm scared. Can't do this. Ich will einfach das Vieh nochmal sehen. Ich bin neugierig. Was war das? Das sah aus wie so ein. Wie so ein Anglerfisch, nur irgendwie in Moränenform. Ich glaube, dass das Ding riesig ist. Boah, that's Achtung. What she said. Motte. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, wir müssen so ein Leuchtpilzis, oder? Nee, da hinten ist eine Tür oder sowas. Look at this. Oh. Oh. Okay, warte mal, da kann man auch rein. Was ist dann da noch? Da sind wir hergekommen, oder? Ah ne, da liegen ganz viele Taschenlampen. Ja, da geht's auch weiter. Wir müssen wahrscheinlich das Ventil gleich wieder drehen. Ach, das ist für den Fall, dass man stirbt. Ja, falls man stirbt, so eine Art wahrscheinlich Checkpoint. Wo der eine wieder wiederbelebt wird. Achtung, jetzt hier wieder okay. Smellen. Ah. Es ballert, ne? Geil. Das batscht. Mm. Oh, ich muss hier mal ein Mandelwasser trinken. Meine Psyche ist ziemlich wackelig. Ja, ich noch nicht. Wir können übrigens Lichter anlassen. Hat dir das Code Braun erzählt? Mhm. Braun. Ja, hat er schon wieder durchgespielt, ne? Code Braun. Code Braun hat's durchgespielt. Bestimmt. Was macht eigentlich deine Delle? Am Kopf? Ja. Der geht's ganz schlecht. Achtung, da ist eine Motte drin. Was witzig wäre, wenn deine Delle so ein Eigenleben hätte und mit dir reden würde. Hat die auch, die sagt echt? Immer, töte sie alle. Ja, ist deine Delle ist böse? Ja, die ist echt böse. Ich bin zurzeit so aggressiv, wahrscheinlich deswegen, weil es auf irgendeinen wichtigen Teil im Gehirn drückt. Und durch das Training verstärkst du den Dellenmuskel. Genau, und da kann ich es nicht am Ende auf mein Headset schieben. Obwohl es immer noch Schwachsinn ist. Ich habe mich sogar mit einem Arzt darüber unterhalten, der hat gesagt, Bullshit. Es gibt gerade ganz viel darüber berichten. Ja, aber das ist die Kopfhaut und nicht der Schädel. Na, doch, ich weiß ja nicht. Doch, Chat, okay. Kann man durch das Tragen eines Kopfhörers mit Bügel eine permanente Schädelverformung bekommen? Ja schweren, oder nein? Aber schwere Kopfhörer. Ach, schwere Kopfhörer. Was hast du für, da für Gewichte an deinem Aber Kopf dazu rein? Musst du den Leuten auch sagen, dass sie das mal auf YouTube anschauen sollen. Und das dann sollen ist aber die Kopfhaut und nicht der Schädel. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass die so ein eingedetschte, die haben doch nicht klar, so eine, Kopfhaut Speckschicht ist, ja, natürlich, du hast eine Speckschicht über deinen aber Kopf. Aber doch nicht so Bleib eine. Der eine hatte ja eine richtige Delle drin. Ja, so das sah ja durchs Licht auch so krass aus. Und außerdem hat nein, so das waren ja drei Stück. Butterschädel. Sogar vier. Schaut das mal auf YouTube an einfach und dann bildet eure Meinung. Fragt nein, einen Arzt, niemals. Keine Ahnung. Okay, bitte. Leute, schreibt es in die Kommentare jetzt. Ich bitte und bleibt wissenschaftlich. Weil Knu kann nachts nicht richtig schlafen, weil die hat ihr Wissen aus TikTok. Guck, da sagen auch einige, mein Partner eine Delle von den Kopfhörern. Nein, das ist... Waren wir hier schon? Sind wir da hergekommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Ich guck mal nach. Das ist das Labyrinth. Ich glaube auch, wir müssen gerade gar nicht rennen. Nee, oder? Doch. Da sind wir hergekommen. Achso, da können wir einfach nur wieder wechseln, gell? Ja, aber es ist nicht gut, dass wir die ganze Zeit hin und her wechseln, weil dann heißt es, dass wir hier noch irgendwas finden können. Oh, ich drehe gleich durch. Moment. Trink mal ein Wasser. Jo. Junge Dame. Sollte ich? Ja. Mach ich. Ein Mendelwässer.
So, okay. Also komme ich wieder zu dir, ne? Oh, das ist eine Oh no, ich habe eine Motte getriggert. Oh oh. Komm mal rein zu mir. Ah, die Tür ist zu. Mach die Tür auf, mach zu. Ah! Das Mensch, ist wahrscheinlich easy, Mottengift, ey, was wir hier abbekommen. Hm, ja, vielleicht, dass wir irgendwie schmackhaft sind für die. Gut, da geht's nicht weiter, weil da waren wir eben. Sicher? Ja, komm zurück. Auch da vorne nicht? Nee, da habe ich geguckt, das Dead End. Okay. Und wir dürfen wirklich nur schleichen, die sind so gierig auf unser zartes Backroom-Fleisch. Hm. Die wollen uns richtig hart an die Backrooms langen. An die Backrooms? Hier, nein, ist nicht möglich. Ab einem gewissen Lebensjahr ist der Schädel so hart, dass er sich nicht mehr verformt durch solche Einflüsse. Mhm. Und das mit der Nase ist ein völlig anderes Szenario, Knu. Das ist nämlich Knorpel. Ich weiß, und Ohren auch. Die kann man eher verformen. Easy, wenn wir uns eines Tages sehen, werde ich erstmal deinen Kopf anschauen. Ja, und ich kann dir sagen, ich habe eine Delle, aber das ist nicht vom Headset, sondern die habe ich schon. Das sagt jeder Gamer. Nein, mein Sohn hat auch eine. Da habe ich auch schon damals immer verwechselt. Ist auch vererbbar. Es ist vererbbar, ja, es ist vererbbar. Das Tragen von Kopfhörern ist vererbbar. Oder ist eine Motte, ja. Aber da drüben nicht, weil mal da waren wir noch nicht drin, da wo der Pilz leuchtet. The Pilz. Look at the Pilz. Oh, da geht's weiter. Das ist volles Höhlenlabyrinth. Ja, ich glaube, das wird uns noch richtig fertig machen, weil es so wieder so eine Höhle ist, wo du nicht erkennst, wo es irgendwie reingeht und du wirklich in jede Ecke glotzen musst, weil es eventuell weitergehen könnte. Ja, aber das fühlt sich gut an, was wir hier gerade machen. Ja, durch kleine glitschige Gänge. Da drüben geht's weiter. Kiesi, nicht rein. Ich habe eine Indiana Jones Brücke gefunden. Wurdest du eigentlich zur Premiere eingeladen von Indiana Jones? Ja, aber ich kann nicht. Mann, ich bin der Einzige, der zu sowas nicht eingeladen wird. Ich habe gesehen, da ist ja je. Ah, die Indianer, rette mich, ich bin tot. Oh. Oh Gott, die Brücke ist jetzt kaputt. Hätten wir da drüber schleichen müssen? So ganz. Ich glaube ja. Muss ich mich jetzt töten lassen? Da geht's nämlich nicht weiter. Bist du jetzt tot? Ich bin tot. Ich guck dir gerade zu. Muss ich mich jetzt töten lassen, ja, ne? Oder geht's da weiter? Vielleicht war das eine Fake-Brücke. Ich guck mal kurz, ob es hier weitergeht. Nee, ich glaube, das sind wir wieder, wo wir vorhin waren, oder? Weiß ich nicht. Ich lass mich da mal durchdrehen. Kitzel doch eine Motte am Bürzel. Am Popo? Da ist ich laufe der ja, ganz der, normal, das juckt die gar nicht. Will ich nicht, sagt mit deiner Delle da. Geh weg mit deiner Delle. Da sind wir, glaube ich, gerade reingeflutscht, gell? Kann sein, dass wir da reingeflutscht sind. Fühlt sich so an wie unser Spalt. Ja, das wird wieder bei YouTube gesperrt. Das Flutschen und Spalten und wir zwei. Ja, obwohl wir einfach nur über eine Höhle sprechen. Wir reden über eine feuchte, tropfende Höhle, ja. Oder waren ist wir ja eine hier? Tropfhöhle. Ja, hier waren wir, okay. Dann jump ich da jetzt auch runter. Oh, da drüben geht's weiter. Aber und wie kommt man denn darüber? Da hätten wir einen Speicherpunkt gehabt. Ja, aber wie kommt man denn darüber? Indem wir wahrscheinlich einfach schleichen. Sind wir wieder ganz bei Null. Den wir einfach schleuchen. Oh, guck mal, wir sind direkt vor dem Ding. Ja, es ist geil. Warte mal, was steht da drauf? Warte. This bridge must have been here for centuries. I wouldn't put too much stress on it. Okay, wir müssen da ganz. Ich gehe drüber und vielleicht ganz langsam, so step by step, so baby steps. Aber wieder jeder nur einzeln. Ja, jeder nur einzeln. Kies, du machst es so toll. Ich wäre gern zu Indiana Jones, weil Harrison Ford würde ich schon gern mal die Hand geben. Der arme Mann hat mir echt leid. Musst du es aber eigentlich nur dein Management sagen und dann tragen sie dich da eine Liste ein. Ich bin der Einzige, der nicht auf dieser Liste ist irgendwie. So, dann musst du das sagen. Aber ist jetzt schon durch. Ja gut, beim nächsten Mal sage ich das. Das war wahrscheinlich wieder eh irgendwie in Berlin oder so, ne? Ja. Nee, alles Polen. In Berlin. In Polen war das? Witcher war in Polen, sorry. Ach, da wäre ich auch hingegangen. So mit Henry ein bisschen schmusen. Yeah, ich auch. Hätten wir gegenseitig unsere Muskeln präsentieren können. Anspannen. Oh Gott, ich hab's geschafft, Kiesi. Du hast bitte alles weggefressen. Na, da lag nicht wirklich was. Wirklich. Ja, ja. Da wirklich, ich schwör's, da lag nicht wirklich zeig was. Zeig dein Inventar. Hier, da lag ein Riegel und ein Wasser, das war's.
Nicht mal doppelt. Soll aber nicht gut sein, der Film. Please to the Jaws. Weil du nicht da warst. Ja, ich hätte wirklich, ich glaube, mein Einfluss hätte ihn retten können. Schau diesen Herrn an mit seinem ausgeprägten Telefon. Ich hätte gesagt, Harrison, darf ich deinen Kopf, wenn ich mal ein Star-Interview mache, wird das meine Frage. Kann ich deinen Kopf abtasten? Ich sag einfach Harrison Ford. That's what we Germans used to do when we love each other. Ja. Ich sag, das ist einfach ein medizinischer Check-up. Da hinten, was ist das? Hä? Bist, Moment. Nein, oh Gott. Na! Hey! What? Was? Ich hab mir meinen Ausweis gezeigt. Ich bin tot. Der hat mich in seine Spalte gezogen. Das meinte ich jetzt wirklich so. Das ist so ein Spaltenmund. Mit Zähnen. Oh, scheiße, sollen wir denn dem auskommen? Vor allem müssen wir wegrennen und überall sind Motten? Ja, du kannst eigentlich jetzt herunterjumpen. Hui. Kisi, wie oft muss ich mich eigentlich noch ermorden damit? Naja, es ist halt immer so, dass ich durch und durch ein Gentle Guy bin und halt in die Gefahr hineinspringe für dich. Mhm. Hey, du bist so ein kleiner Geier, jetzt reicht's aber nicht. Ich hab dir auch was gelassen. Guck, jeder kriegt ja was ab. Du kriegst einen Riegel und ein Wasser. Ein Pisswasser, schön. Du darfst die Urinflasche tragen. Danke, ist sogar noch warm. Weil beim nächsten Seven vs. Wild sind wir dabei. Oh das Gott. Das würde ich mit dir würde ich das tun. Echt? Ja. Weil ich glaube. Oh. Bist du überhaupt die echte Knu? Mhm. Doch, mit dir würde ich das machen. Sam vs. Wild bin ich dabei, wenn du sagst, ich bin dabei. Wir beide. Wir wären, glaube ich, auch echt ein gutes Team. Ich find's lustig. Wir würden dann Backrooms spielen. Und komplett durchdrehen und lost gehen. Ah, wir sind doch 10 im Nehmen. Jung, sportlich. Ja, das stimmt. Komm mit wenig Essen aus. Ja, das stimmt. Wir brauchen nur ein Mandelwasser und einen Riegel. Ja. Das wäre mein Überlebensgegenstand, den ich mitnehmen würde. Mandelwasser. Hier geht's lang, Kisi. Sicher? Weil hier geht's auch lang. Da bin ich vorhin lang gedüst, das sah gut aus und dann musste ich mich umbringen. Ja, aber da ist doch nichts. Hä? Wo bist du denn da lang? Jetzt gehst du im Kreis. Meinst du? Ja. Da ist der Anfang. Guck hier so durch und da ist der Anfang. Ich dachte, ich habe Neues entdeckt. Da hinten ist ja schon mal Licht. Ja, follow the light, maybe. Oder den Pilzen. Ich finde auch Seven vs. Wild im Tag-Team deutlich interessanter, muss ich sagen. Ich weiß, im Tag-Team? Naja, so zwei Personen. Ach so, ja, das finde ich auch cool. Da drüben ist der Typ. Oh. Ich glaube, wenn wir den einmal getriggert haben, ist der so mad, dass wir dem auch nicht entkommen können. Ich finde halt... Lass mal da lang. Ich finde halt irgendwie... 14 Tage wären mir zu lang. Da ist wieder jemand, warte. Lass ihn mal laufen. Oder bist es du, Knu? Und ich, Oh nein, lauf! Da drüben ist aber auch einer. Warte, er ist, glaube ich, umgedreht. Licht aus und einfach hier stehen bleiben. Er steht da hinten, hat sich umgedreht. Wieso sollen wir nicht einfach dahin, wo dieser Lichtstrahl so dominant runterleuchtet hier straight? Ich glaube, wir müssen dahin, wo der Typ herkam. Das andere ist einfach nur ein Lichtstrahl. Meinst du? Ja, sieht so Holy Grail aus. Nee, das ist einfach nur so ein Strahl von oben. Wir müssen dahin. Da, wo der herkam. Da hinten geht's weiter, weil da ist ja auch wieder ein Lichtstrahl. Aber wenn der sich umdreht, hat der richtig Bock auf uns, weißt du? Guck, da ist die Tür. Da, wo der steht, der Sack. Schnell hier in die Seite rein. Okay, ich gehe in die Tür. Warte, was jetzt? Du lässt mich hängen, ich bin tot! Alter, danke schön. Mal wieder bin ich das... Die ja, wow. Bist echt... Mann, wie kann man... ich weiß nicht, ob ich mit dir Seven vs. Wild mache.
Vielleicht kann ich ja ihren neuen Checkpoint triggern, weißt du? Mhm, verstehe. Da vorne. Easy. Ja, sie schmeißt mich wahrscheinlich dann in die Klauen des Berglöwen und sagt, no, es wird schon ein neuer Checkpoint werden. Soll ich hier weiter oder mich ermorden? Hier geht's hier weiter hoch. Ermorde dich. Echt? Nicht die Leiter hoch? Ja, gut, geht die Leiter hoch. Tschüss, Kies. Das war's. Ich bin jetzt raus. Schau mal! Die Backrooms. Hast du ein Inventar noch dabei? Kann man da jetzt wieder rein, wenn man will? Ja. Bist du jetzt wirklich rein? Ja. Aber Moment, was ist denn das da hinten? Kann man da irgendwas machen? Da kannst du runterspringen. Weil guck mal, da ist ja nochmal so ein richtiger Weg und auch nochmal eine Tür. Siehst du das? Ja, aber ich glaube, dass wir durch die Backrooms nochmal eine andere Leiter runter müssen, um da entlang zu kommen. You know? Okay. Glaube ich. Vielleicht, ja. Also ich denke, dass wir deswegen hier oben sind und wir müssen wieder einen Gang finden, um runterzukommen. Chat schreit, wenn es nicht stimmt. Geht's wieder hoch. Ich bin schon oben. Mhm. Ich bin schön, dass du... Ja, ich warte ja automatisch. Spiel, ich habe schon den Abspann. Oh, cool, die Credits. Da werden wir erwähnt. Oh, guck mal, was ist denn das da vorne? Sieht aus wie Slenderman. Was ist das denn hier? Der rote Teppich von Indiana Jones. Aber wirklich. 1, 3, 2. Oh Gott. Kommen jetzt die Rätsel? Nein. Was ist das da? Oh mein Gott, what? Die 2. Guck mal, das leuchtet auf die 2. Und aber die 3 und die 1. Der Pfeil geht auf die 1. Jetzt ist immer was anderes, wenn du drückst. Jetzt ist ein Pfeil, der auf die 1 zeigt. Jetzt ist 3, 2. Und jetzt ist der Kreis. Hm. Vielleicht Kreis 2, Pfeil 3 und die 1 ist Würfel. Das kann sehr gut sein. Ja, nice. Bitte mal merken, danke. Ja, aber hier ist auch was im Spind. Hä? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ah, was haben wir gesagt? Die 1 war der Würfel. Die 2 war der Kreis. Und die 3 war der Pfeil. Jo. Ja. Und nice. Da drin ist eine Kettensäge. Oh, was kann ich denn mit der Kettensäge machen? Oh, das Öffnen wahrscheinlich. Hör auf schon wieder mich! Ich hab nur mal probiert, ob das ja, aber er hätte es nicht getan. Ich will mal, ob du den Ding hier aufmachen kannst, den Schacht auch. Oh mein Gott. Ich würde so gern meine dumme Taschenlampe nehmen. Aber hast du eine Taschenlampe? Nicht. Ja, aber er hat sie nicht, er verwendet sie nicht. Okay, ich hab das hier zersägt, aber... Ah, jetzt. Yay! Geil. Sandale. Boah, es ist dunkel. Boah, ey. Das ist auch richtig staubig da, da drin. Boah, okay, Gott, was ist das denn? Ah! Ist nur runtergefallen. Musste das so sein? Ah ja, tatsächlich. Wo bist du? Ich bin unten, du? Ich bin irgendwo in den Backrooms, in so auch intensiveren Backrooms. Oh nein, Kies, wir wurden getrennt. Hörst du meine Kettensäge? Nein. Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen sicherer, weil ich eine Kettensäge habe. Also das finde ich irgendwie dann doch besser. Shit, Kies. Ich habe gar nichts. Nothing. Ich habe alles. Ich habe Kettensäge, Mandelwasser, Schokoriegel. Soll ich mich überhaupt im gleichen? Durch den Backroom sägen? Oh, hier ist aber ein echt, Pfeil. Das ist aber echt super spooky jetzt. Soll ich dem Pfeilen folgen? Ich weiß ja gar nicht, wohin. Oh, ich habe noch keinen einzigen Pfeil gesehen. Ich Sackgasse. Hä? Oh Gott, das ist ätzend. Wir wurden einfach getrennt. Mhm. Oh, oh. Ich habe auch einen Pfeil. So einen geschwungenen. Ja, genau. Da bin ich auch lang. Kann es sein, dass wir gerade in einer anderen Dimension voneinander sind? Ich bin in Wasser getreten. Hier sind wieder ganz viele Pfeile. Folg denen jetzt.
Oh ja, ich bin weiter. Echt? Ich bin jetzt. Ja, ich habe jetzt auch eine Chainsaw. Und ein Walkie-Talkie und Taschenlampen. Und hier steht: Pull all the levers and run through the gate so it can't follow you. Moment, ich habe jetzt ganz viele Pfeile. Oh mein ja. Gott. Drei ich Stück. Ich warte eben auf dich. Also, Kies, hast du gehört? Oh, ich höre dich. Da bin ich. Hallo. Was steht da im Moment? Pass auch mal an. Pull all the levers and run through the gates so it can't follow you. Vier Stück. Ja, muss noch meinen Drinky essen. Drück gleich durch. So. Uiuiui, das war knapp. Oh, wir brauchen die Kettensäge hier, um Türen zu öffnen. Ich hab sie. Ja, ich hab meine noch von... Ah, nice. Runde 1. Du wirkst ein bisschen brachial. So, ich hau oh, guck mal, da geht's rein, gell? Hier in den Schacht. Ja, und was ist da drin? Nix. Eine Sackgasse. Hier ist ein Radio. Und Saft. Mhm. Ich glaube, ich trinke mal so einen Saft. Also wir müssen die Schalter drücken. Ist das jetzt immer noch alles das quasi erste Level? Oh! Nimm Klo! Ich hab einfach mal die Tür geschlossen, ich hoffe, das ist okay. Es scheint zu funktionieren. Ich glaube, das Radio war das Problem. Drücken. Es rennt da ich glaube, dafür müssen wir in die Schächte gehen, gell? Wie, du meinst, in den Schächten müssen wir jetzt... Wo ist meine Taschenlampe? Immer, genau, in den Schächten, glaube ich, kommt der uns nicht hinterher. Die sind da als Schutz für uns, das meine ich. Aber da ist nichts drin, ne? Nee, ist aber ein Schutzraum. Weil es gibt hier keine Schränke. Wo ist er hin? Oh Gott, die Kettensäge, ne? Sag dir, wenn er kommt. Ja, du musst halt mehrfach sägen. Du kriegst hier nicht alle mit einem Ding weg. Und dann staubt es ja wie blöd. Du siehst ja gar nichts. Dafür sind die Schächte. Mach mal gleich die Tür zu. Okay, oh mein schon Gott, mal die haben einen Timer, ne? Nicht dein Ernst. Doch. Hörst du es? Das klackert. Das geht wieder hoch, das Ding. Was ist das hier? Da ist auch einer drin, aber... Oh Gott, der schreckt mich doch nicht so. Da komme ich mit der Kettensäge nicht durch, du. Das denke ich mir bei meinem. Oh, Scheiße! Ich bin gerade drin gekommen. Oh, um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin drin. Jetzt kann ich durch Türen. Okay, der Hebel klackert aber immer noch, der läuft immer noch, also man hat schon gut Zeit. Ich bin aber leider hier jetzt am Durchdrehen, ne? Das ist das Problem, ich habe keinen... Ich kann hier gerade essen, was ich will. Ich habe hier noch ein bisschen Saft in der Hose. Mandelwasser? Ja. Ja, so kann man es auch nennen. Guck mal hier, ist ein bisschen warm. Ist okay, danke. Furchtbar. Trink mal kurz mein Mandelwasser. Trink mein Nusswasser, ja. Das Nusswasser, das Nussiwasser. Deliziös. So, Nussiwasser ist konsumiert. Ich sehe wieder nichts, weil ich Staub im Gesicht hängen habe. So, hier ist auch wieder ein Hebel. Mhm. Oder? Hier war doch irgendwo. War hier ein Hebel? Das nee, Kackradio. Muss man, ach, man ah, hier, muss da guck mal, hier geht's weiter. Da ist die Tür, die vorhin zu war. Ja, kann man die irgendwie jetzt aufmachen? So, dass man die von der müsste anderen Seite... Müsste eigentlich. Nö. Nö. Die Hebel sind tatsächlich echt wieder... Ja, die resetten sich. Scheiße. Das heißt, eigentlich muss einer nachher hier drin sein. Und da muss man rennen. Ducken, aber zeigt dort meinen Ausweis. Ist auch hier der Schaukelstuhl aus Resident Evil 7, wo Großmutter drin sitzt. Ist das ätzend, vor allem mit dem Monster, ne? Das wird geil.
Ich brauche auch jetzt so ein Gehirnwasser. Denn nur Mandelwasser kann mich vor einem Nervenzusammenbruch schützen. Ja, aber wirklich. Die Heilige macht der Mandel. Wie du nach vorne rennst. Man hat ja auch gar keine Ausdauer, ne? Mm-mm. Wir wissen noch nicht mal, wo die Tür ist, die aufgeht. Nee. Müssen wir nachher die schnellen Getränkchen nehmen. Wow. Oh ja, Wasser. Mandelwasser. Okay, ist hier ein Hebel heißt, drin? Nee, ne? Muss doch eigentlich, oder? Wir haben ja das jetzt. Wir haben 4 und 2 haben wir jetzt. Also insgesamt 4 und 2 haben wir. Wow! He's coming! Mach die Tür zu! Ah, der ist so ätzend, echt. Er hat halt keine Freunde. Freut sich einfach nur, dass endlich mal jemand hier in der Bude aufkreuzt. Guck mal, der humpelt sogar. Ich glaube, der ist verletzt. Oder er ist auf irgendwas gedreht und hat einen Splitter von dem ganzen Holz, das wir jetzt sehen. Genau, deswegen dreht er so durch, gell? Und wenn wir ihn mit dem Splitter ziehen, ist er uns ewig dankbar und dann reißt er uns vielleicht die Tür auf. Aus Freundschaft. Oh shit. Ich glaube, ich bin tot. Oh Gott, ich hab's noch geschafft. Boah, was für ein ätzender Typ. Oh. Hier ist jedenfalls das Tor und der letzte Schalterkies. Ja, aber wir brauchen noch den vorletzten. Den dritten. Hier ist nämlich ein Schalter und das Tor. Oh Gott, das ist ätzend, echt. Ja, der dreht auch da mal durch, wenn er mich sieht. Vor Freude. Oh. Das kostet auch richtig viel Psyche, wenn man den anguckt. Oh, das geht ein bisschen auf, das Tor, jetzt sehe ich das. Dann müssten aber eigentlich 3 Schalter reichen, um durchzukriechen. Ja, aber ich glaube, das Spiel ist so gnädig und sagt, gib mir 3 und du bist frei. Ich glaube schon. Oh, das reicht auch gerade nur fürs Durchkriechen, könnte ich mir vorstellen. Soll ich nochmal alle Schalter so durchbetätigen? Oder dann kann ich nämlich aktiv beurteilen. Nee, ich glaube nicht. Nee. Wir waren, das Tor war unten. So, jetzt haben wir. Oh ja, ich glaube noch einer, wir können durch. Oh, aber ich glaube, ich bin tot. Oh, yep, hier ist keine Rettung. Hieß, wo hast du gerade gegessen? Nee, ich lebe noch. Ich hab's irgendwie geschafft. Kaum zu glauben. Oh, wow. This is pretty impressive. Ich weiß. Aber hier ist noch was zu zersägen. Du müsstest eigentlich noch mal den Raum, wo wir uns dann auch geduckt haben, um hinzukommen, ja, an den Schalter. Das gute alte Dampfholz. Was ist das denn hier? Ich bin jetzt in so einer Küche drin. Das Ding steckt gerade irgendwie in der Wand fest, was gut ist. Das wäre geil. Ich komme da gerade nicht vorbei. Backknö schlägt wieder zu. Was ist das denn hier? Flüssiger Schmerz. Okay. Also, hier ist flüssiger, ich glaube, Schmerz drin. Was bringt der nochmal? Du hast eine Frage. Menge Schmerzen. Man übergibt sich. Cool. Ich bin tot. Was? Echt? Ja, ich hab nicht mehr gewusst, dass sowas möglich ist. Oh no. Also eigentlich könnten wir da voll leicht durch, wenn wir rumkommen würden. Ja, nee. Nee. Ich hab mir irgendwie so eine giftige Säure reingeballert. Ich hab auch den flüssigen Schmerz noch in der Hand. Ich hab das Icon noch. Dann kill ich mich einfach mal, oder? Ja, du kennst das Protokoll. Umarmen. Sah aber cool aus, du wurdest richtig geknuddelt. Geht der auch mal wieder weg, der flüssige Schmerz? So. Der flüssige Schmerz, du. Aber wie bin ich denn da hingekommen? Ich war dann plötzlich in so einer ganz anderen Ecke. Das Schöne ist aber, wir müssen die Türen nochmal aufsägen. Krass, das ist ja geil. Sehr, oh, die sind so nett. Gentle.
Ich bin gentle, weil ich dir extra so ein Wasser übrig lasse. Ich hab die Hose voll Wasser. Guck mal, hier bin ich lang und da ist noch eine Tür, die ich aufsägen muss. Und da war dieses komische Pain-Wasser. Ja. Geh schon mal in den Raum rein, wo wir nachher durchschlüpfen müssen. Blöd ist halt, wenn dieses Arschloch da nachher so rumgeiert, ne? Ja. Ich habe ihn eben gerade gesehen. Ich habe den Hebel betätigt. Wenn du jetzt deine zwei noch anknipst. Also. Er ist bei mir. Okay. Alles gut, alles gut. So einen habe ich. Ja, es sind zwei an. Dann war ja einer hinten und der andere. Ja, ich komm. I do my best, aber es kann sein, dass er mich jetzt tötet. Wo latschst du jetzt gerade lang? Ich hab da nochmal reinguckt, ob da irgendwas Wichtiges war. Also den Duckhebel hast du. Ja. Da ist nix. Weißt du was, ich nehme jetzt einfach so eine schnelle Flasche. Ja, nimm so eine schnelle Flasche. Nee, wir müssen alle haben. Wo ist der letzte? Hebel, Ding 1. Ja, müssen alle haben. Am Anfang irgendwo. Scheiße. Schnell! Geh rein! Wo war der nochmal? Guck mal, jetzt ist schon wieder einer deaktiviert, die gehen alle schon wieder weg. Nee, man muss das wirklich in einer Runde machen. Also der eine haben wir, wo wir durch so einen Schacht kriechen mussten. Und da in der Nähe war der andere auch. Genau, der ist da hinten, da wo ich hinleuchte. Da wo der Typ gerade hingeht, ist glaube ich der letzte. Nee, der letzte ist... Warte mal, dann hol ich... Hier war keiner drin? Nee. Ich guck grad, ob es hier irgendwo ist. Der letzte ist bei mir da hinten. Ah, hier ist der Anfang, shit. Hast du ihn? Ah, hä? Die haben sich verändert. Ja, ich hab ihn. Die sind anscheinend random in den Räumen. Okay, warte, ich drück ihn gleich, hau mir nur noch mal Saft rein. Ja. Sind alle aus. Oh, er kommt direkt vor mir. Noch nicht drücken. Noch nicht drücken, ja. Er ist direkt bei mir. Soll ich hier so eine Schmerzlimo mitbringen? So eine Selbstmordlimo? Nein. Okay. Was für ein Müll, dass die da überhaupt rumliegt. So, ich habe Ausdauerboost. Ich betätige jetzt meinen. Die 1 ist an. Gut. Jetzt müssen wir alle anderen anknipsen. So, der nächste ist an. Yes. Jetzt musst du deinen Schacht an. Und den letzten und dann kommen wir durch. Ja, ich bin fast durch, wenn du den Schacht noch machst. Was den Schacht? Du, ich dachte, du machst den Schacht. Nein, ich dachte, du machst alle drei. Ach, klar, muss ich wieder die Arbeit machen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Okay. Hoffentlich reicht das jetzt vom Zeitmanagement. Wenn ich kletter du durch und ich sterbe. Ja. Guter Plan. Ja, das gefällt dir, ne? Bin schon ready. Hier. Yes. Ich bin durch. Schön. Freut mich für dich. Jetzt kannst du auch noch kommen. Komm, ich habe hier noch einen Schalter gedrückt. Gibt's da Kuchen und sowas? Oder erwartet mich da hinten irgendwas Tolles? Komm. Ja, was ganz Tolles. Komm, die Tür ist offen. Eingeölte Männer? Ja, und Frauen. Ganz tolle Poppes. Okay. Ich geh drauf, hinter mir ist das Vieh. Oh Gott, die bringst du da noch mit.
Ja! Oh nein, da ist schon wieder irgendwas zu! Ah, mach das Ding zu! Ey, da oben ist ein roter Raum und Leute beobachten uns. Oh mein Gott, Kies, ey, es ist immer wieder herrlich mit dir. Wo sind wir jetzt im Hotel? Waren wir da nicht schon mal oder war das ein anderes? Doch. Nee, das war da auch waren mal wir. Hier. Frisches Glück. Oh nein, oh nein. Ah, ich weiß, Kies, die Lichter hier draußen. Die Lichter wahrscheinlich hier draußen, out. Ja. Genau, also obere Reihe, zweite warte, vom... Warte, ich... Moment, kann ich das zurücksetzen? Ich kann die gar nicht auswählen, das ist ganz komisch. Ach, in jeder Reihe eins. So, jetzt oberste, ganz oberste Reihe. Genau, oberste Reihe, zweite von rechts. Also von rechts, eins, zwei, also hier. Die Mitte, genau. Die Mitte? Also nicht die Mitte, aber das in der Mitte rechts, von der Mitte rechts, so. Okay. Dann einmal ganz links, zweite Reihe. Okay. Ganz rechts, dritte Reihe. Okay. Vierte Reihe Mitte. Okay. Fünfte Reihe links. Ganz links oder? Ganz links. Okay. Und die fünfte Reihe ist von der Mitte aus eins rechts. Jo. Yeah, look at this, wir sind ein gutes Team. Aber ich kann dir eins sagen, mit Gnusches Glück hätte ich es schneller hingekriegt. Wahrscheinlich, ich hätte einfach mal deinen Dellenschädel dagegen gehämmert, dann wäre das Ding offen. Da wäre es aufgegangen. Congratulations. Oh mein Gott, jetzt sind wir wirklich auf der anderen Seite. Das gibt's jetzt nicht. Sind wir hier, krass. Ey, hab dir doch gesagt. Vorsicht, Vorsicht. Ich hab's dir gesagt, meine gute Freund. Und das ist alles ein Level noch, oder wie? Ja. Wie lange geht denn das Update? 4 Stunden? Ja. Oh, eine Sequenz. Ich hoffe, wir landen irgendwann mal in den Backrooms, wir zwei. Oh, nein, um Gottes Willen. Lock the door behind you. Wo sind wir jetzt in Elm Street? Kommt das Freddy? Ey, warte mal, wie viele Taschenlampen habe ich jetzt eigentlich dabei? Ich deale mit Taschenlampen. Ich habe überhaupt kein Mandelwasser, ich brauche unbedingt Saft. Also, oh, geht mein mir Gehirn geht's gar bald, nicht gut. Ja, es geht mein Gehirn bei mir auch. Ich geh da mal rein. Ich muss mal kurz was schlürfen. Warte, du machst jetzt nicht die Tür zu. Oh, was ist das denn? Uff, ja doch, ich mach die Tür zu. Warum? Ja, liest ja mal den Fernseher durch. Da was drin. Steht da? Dass du am Popo bist. Emergency Alert System. The town authority has issued an emergency evacuation notice. Please evacuate the nearest designated quarantine center. Okay, wir sind am Arsch. Ja. Phasmophobia, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du ein Kind? Hast du die Tür zugemacht? Die Haustür? Du hast die Haustür zugemacht. Ich habe sie einfach nur zugemacht, aber nicht abgesperrt. Ist es absperren, wenn ich wir die einfach nicht. Nur zugemacht? Bist du ein Kind? Hast du einen Sozialbetreuer? Das sind echt die gleichen gruseligen Bilder wie in jedem anderen Horrorgame, ne? Okay, einen Saft nehme ich immer mit. Oh, was ist das? Kies, was ist das? Was ist was? Das hörst du das nicht, das Gestapfe. Das bin ich. Nein! Bleib mal stehen. Okay, da stampft jemand wirklich rum. Bist du das? Nein! Da ist irgendwas draußen. Sollen wir mal gucken? Warte, ich sehe es jetzt gleich. Nee. Ich zeige mal also im Ausweis. Also jetzt will ich es aber wissen. Was ist das? Oh shit, ich drehe direkt durch, wenn ich rausgehe, ne? Mir geht's gut. Oh. Das ist ein Gehirn oder ein Oktopus oder so. Was, Thaddeus? Wo? Da hinten. Kisi, ich brauche Heilung, ich brauche Mandelwasser. Ja, dann komm. Ich habe auch, nee, ich habe auch nichts mehr, sorry. Oh shit, die sind am Arsch. Ich habe kein Wasser. Und ich habe auch eine sehr schlechte Gehirnaktivität. Mein Elektrolythaushalt ist leider auch sehr schlecht. Ich geh ins nächste Haus und versuch da mein Glück. Oh, was zum... Da ist ein nackter, gehäuteter Mann drin. Mit einer Brechstange. Okay, ich bin jetzt am Arsch, Kies, ich bin tot, ich bin verrückt geworden. Das ist verrammelt. Oh mein Gott, Kies, wo ist denn der Thaddeus? Hey, da draußen ist so ein Thaddeus rumgelaufen, aber hier...
Da, oh. Siehst du den? Ja, ich sehe ihn. Und ich fand deinen Schrei sehr authentisch, Kisi. Ja, ich habe mich auch voll erschrocken, weil ich mach die Tür auf und er sagt so, hey, hast du Bock auf Wurst? Und ich so, nee, danke. Danke. Aber die Frage ist, was wir machen müssen, außer absperren. Ich wette, wir müssen uns durch die Stadt irgendwie durchschlagen. Ich gehe jetzt nicht auch in das Haus hier. Das ist nämlich nee, wo bist du? Haus. Ah, hier. Aber wir müssen halt Mandelwasser suchen. Denn ohne Mandelspritz. Unbedingt. War's das. Aber die. Oh, ich habe eins gefunden. Was ist das? Ich habe hier ist eine Motte, Vorsicht. Oh ja. Hier ist noch ein Mandelwasser für dich. Wo bist du? Ah, super. Ich guck gerade, ob ich hier was gefunden habe. So, wo bist du? Unten auf dem Wohnzimmertisch. Nice. Ich glaube, hier oben auf dem Dachboden ist eine Motte. Müssen wir da irgendwas finden vielleicht? Ich schleich mich mal hoch. Das ist wahrscheinlich wie in diesem Rally. Wir müssen irgendwo hin und das bis dahin packen. Alter, was geht hier oben? Was geht da? Ganz viele komische Flatterviecher sind hier. Flatti, 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 flatti. Ich glaube, die sind aber nett. Man ist nicht so einen gefährlichen Eindruck. Oder müssen wir in den Häusern irgendwas an den Computern machen? Nee. Nee. Ich wette, wir müssen irgendwie die Stadt durchqueren. Ich glaube auch. Weil wie gesagt, da rennt ja so ein riesen Mann noch rum. Da sind ja alle möglichen Viecher vertreten. Die Sache ist, wie entkommt man denen halt? Wo bist du jetzt schon wieder? Ich bin hier in das Haus und es ist das Ghostwatchers Haus. Geil. Die haben halt alle einen Baukasten, ne? Okay, die meisten Häuser sind zu. Oh Gott. Easy müssen, glaube ich, hier rein. Und da läuft einer leider. Im Ghostwatcher Haus? Ja. Kannst du da rein? Ja. Dann geh du mal rein, ich geh mal in ein anderes Haus. Aber ich habe Angst allein. Ich glaube an dich. Doch, der stöckelt da oben rum. Ich suche hier mal. Oh, verflucht. Ich höre das Vieh. Und ich habe kein Versteck. Ja, dann komm zu mir ins Haus. Ich bin schon zu weit. Das sagen sie immer. Oh, jetzt voll viel Mandelwasser. Ich laufe Richtung Mond. Oh, ich hör's. Ich habe jetzt halt auch nicht die Tür abgesperrt, ne? Oh, Kacke. Hier ist jemand auch drin bei mir. Oh nein, 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 ich geh durch. Ich brauch auch. Schnell. Also ich habe ganz viel Mandelwasser in der Haus. Ich habe auch hier noch Mandelwasser, alles gut. Ich bin gesegnet. Und ich habe Selbstmordwasser hier drüben. Super. Also hier. Bei mir ist halt einer über mir. Ja, bei mir ist er auch irgendwo über mir. Und ich glaube leider, dass wir da hoch müssen. Wieso? Weil wir in den Häusern was machen müssen. Ja, und was? Computer wir waren jetzt finden. In zwei Häusern. Woher weißt du das? Ich hab in den Chat geguckt. Alter, was ist das für ein Ding? Jetzt sehe ich es mal genauer. Das ist irgendwie so ein Oktopus. Ja, geh doch mal hoch und guck mal, ob du einen Computer findest. Psst, mach das mal für ich uns. Ich hab aber Angst. Okay, egal, bestimmt. Ah, ich bin tot. Der ist einfach durch die Tür geglitscht. Okay, ja, der kommt auch zu mir. Oh Gott, da ist ja keine Chance, ne? Die ja, kommen aber sogar nee, aus. Nee, den kann man gar nicht besiegen. Ja, die kommen nicht aus dem Haus. Die stehen jetzt einfach nur hier vorm Haus, also sie kommen nicht zu einem her. Jetzt geht er wieder hoch. Hört er mich, wenn ich hinter ihm schleiche? Nee, also man kann hinter ihm schleichen. Das merken sie nicht. Okay, dann do it. Oh, jetzt hat er mich bemerkt. Oh, es ist ätzend. Nee, also ich hab ja eben. So, ich bin jetzt einfach ohne ihn hier rein und ich finde hier gar nichts. Oh, ich bin tot! Ja, nee, das kann, das soll. Das ist der Lösungsweg. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also der Brazilian Buttlift hat er zumindest nicht. Nee. Ist noch ganz natty. Also, das ist irgendwie so ein Thema, das interessiert dich, ne?
Nee, ich habe halt viel Videos schon dafür, darüber gemacht, weil sie tödlichste Schönheits-OPs nicht. Ich verstehe, warum das immer wieder Frauen machen. Na, oder jetzt Menschen. Ist ja hier Beine verlängern, ganz weit vorne. Ja, Schwachsinn, echt furchtbar. Ja, aber das, die Männer leiden halt extrem unter Komplexen, ja. Weil die Frauen alle ja. auch immer sagen, 1,85. Nicht mal die Frauen immer, nur die Männer mobben die auch ganz schön krass. Ich sag dir, unter 1,80 sein ist hart als Mann. Selbst wenn es nur ein Zentimeter ist. Das unterschätzen die meisten immer. Ich finde es halt echt schade, einfach nur. Es ist, genauso wie kein Bartwuchs haben. Was denken Sie, wie viele Männer leiden darunter? Insektenspray habe ich gefunden. Moment, Insektenspray? Tötet Schwärme von Wanzen. Ah, da müssen wir schon doch was finden, um den einen. Die anderen. Addis zu. Die anderen zu töten, weißt? Die mit der Brechstange können wir doch bestimmt auch irgendwie eliminieren. Nee, aber die Wanzen waren ja auch nur die. Das waren die auf dem Dachboden. Wahrscheinlich dann, oder? Ja. Glaub mir, diese ganzen Klischeesachen der Männlichkeit wie Bartwuchs und Körpergröße, das ist so wichtig. Allein wenn du in den Chat schreibst, ich bin 1, sagen wir jetzt mal 1,75, dann kommen alle, ich bin erst 13, bin schon 2 Meter. Das ist so wichtig den Leuten. Einfach nur. Das ist unglaublich. Selbst wenn ich zu irgendwelchen Veranstaltungen gehe, heißt immer nur so... Ja, ich bin ja ein 1,98 Kies, ne? Du mit deinen 1,79, du Zwerg. Ja, deswegen sollten die Leute aufhören, immer das zu kommentieren. Größe ist aber noch so eine letzte Sache, wo man Leute noch mobben darf, weißt du? So, weil du darfst heute nichts gegen, wie nennt man das, Vollschlank? Nein, das ist auch eine Beleidigung. Da gibt es auch so mehrgewichtig, genau, mehrgewichtig. Du darfst nichts gegen Mehrgewichtige sagen. Aber gegen Kleine darfst du immer noch alles sagen. Klein sein ist ja, ich finde, es muss halt aufhören. Ja, aber wie willst du es den Leuten abtrainieren? Naja, indem man ihnen halt einfach sagt, dass es halt einfach dumm ist, was die machen. Okay, ich bin jetzt okay, in dem Haus. Okay, da läuft wirklich was Komisches rum. Ist auch in einem Haus. Auch ein Insektenspray? Probier den Typen mal mit Insektenspray. Never. Abzusprühen. Hey, ich bin 1,75 groß und bin männlich. Ja, da weißt du, wie schwer es ist. Die sind halt immer alle oben. Das Verrückte ist, ich dachte immer, dass... Oh mein Gott, der campt ja direkt an der Seite. Jetzt habe ich auch noch das Tentakelmonster im Nacken. Ich dachte immer, das ist so ein Thema, das verliert sich, wenn man aus der Schule und so raus ist, weil Pubertät und da wächst man noch und jeder Zentimeter ist irgendwie so ein Gewinn und so. Aber nee, das zieht sich bis ins hohe Alter. Ja, der ist auch so. Deswegen, die Leute sind einfach dumm. Dass sie sich nicht einfach mal in Ruhe lassen. Oh, scheiße. Das ist so kacke, wie die Türen aufgehen. Okay, aber ich sehe hier... Also... keinen Computer. Wanzen... Oder... Ach shit, ich bin tot. Kann es sein, dass die Fernseher meinen? Nee, an denen kannst du nichts machen. I'm dead. Hier rennt auch wieder einer von denen rum. I'm dead. Wie willst du die besiegen? Wanzenspray ist aber doch nur gegen die Motten. Ne, guck, es bringt gar nichts. Das ist nur gegen die Motten. Ja, aber ich glaube, da wo die drin sind, müssen wir tatsächlich rein. Ja, aber wie willst du da rein? Oder da hinten, was ist da? Was ist das denn? What? Ein Pond, oder? Nein, nein, nein. Wir müssen die Häuser wahrscheinlich mit Wanzen befreien, damit es aufgeht. Ah. Aber du kannst es auch mehrfach verwenden. Guck mal, das ist eine Karte. Ja. Wir müssen Kammerjäger spielen. Ach, deswegen das Spray. Oh Gott, da müssen wir trotzdem jedes Haus in diesen Insektenspray überhaupt zu finden. Da, wo die Brechstangen-Dudes drin sind. Keine Ahnung, ob man überhaupt... Also man hört sie relativ gut, die Insekten. Ja. Hast du Insektenspray? Ja, ich hab welche. Wie oft kannst du das verwenden? Mehrfach anscheinend. Ja, guck hier. Da ist das Haus. Ah, nice. Warte. Dann let's do it!
Sehr schön. Mottengelee geben die. Mottengelee, hier nochmal. Spray it. Wow, wie so ein leckerer Speckquadratknödel. Verleiht dir eine vorübergehende Geschwindigkeit und Ausdauerschub. Edel. So, und jetzt ist das Haus offiziell gereinigt. Cleaned. Mhm. Oh oh. Wo waren die anderen Häuser? Keine Ahnung. Waren die nicht rot am Blinken? War das nicht direkt irgendwo gegenüber? War hier einer drin? Also hier sagen halt wirklich die Leute, wir müssen die PCs finden. Das ist die Aufgabe. Welche PCs? Ich war schon in so vielen Häusern und habe nicht einen PC gesehen. 3 von 90 steht hier unten jetzt. Stand schon die ganze Zeit. Ich sage, wir müssen die ganzen Motten vernichten, ja? Und dann öffnet sich da drüben was. Ich glaube, wir müssen Kammerjäger spielen. Alles andere gibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Sind halt leider immer im ersten Stock die blinkenden Häuser zeigen, nur wo Computer sind. Die Computer und für was kann man oben. Dann die Motten vernichten? Wahrscheinlich einfach nur so fürs Mottengelee. Ja, aber wie willst du das machen, wenn da Brechstangen-Johnny drin ist? Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ja, ist auch keins weggegangen, leider. Da hat was ja. Auf der Bank, Kisi, hast du es gesehen? Was? Auf der Achso, ja, Wasser und so ein Zeugs. Taschenlampen. Vielleicht, okay, die Tür hinter... Mist, das drehe ich durch. Die Tür abschließen bedeutet das vielleicht, dass ich die irgendwie wegsperren kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Meinen die das damit? Es können ja dann eigentlich nur zweistöckige Häuser sein, die immer nur oben sind. Also die ganzen Flachen kann man schon mal liegen lassen. Na, hier das ist einer drin. Halt, ja, ist halt doof, ne? Eigentlich wäre es was gut, wenn wir zu zweit wären und einer lenkt den ab, weißt, weil die Türen öffnen sich auch immer in deine Richtung. Das ist mega zum Kotzen. Ja, guck mal, wie schnell der Typ aber auch ist. Ja. Kann der Türen öffnen? Der kann Türen öffnen. Das heißt, eigentlich müssten wir es fast so machen, dass einer mal kurz hochrennt und einer lenkt den ab. Und dann gucken wir, was, wie das Ganze aussieht, wo die sind. Soll das kurz testen? Oh cool, wir sind hier gestartet. Einer lenkt ihn ab. Gut, versuchen wir es. Und das Dumme ist halt echt, dass die Türen sich in deine Richtung öffnen. Das ist so dumm. Das ist ein Haus. Da steht er auch schon. Du gehst hoch. Ich lenke ihn ab, ja? Ja. Let's go. Okay. Wo ist er hin? Er steht direkt vor mir. Jetzt guck mal, ob da oben irgendwo ein PC ist. Geh mal ganz hoch. Mr. Hautlos, Sir. Nee, hier ist nichts. Okay, er ist weg. Du kannst aber jetzt ganz kurz durchflitzen. Schnell, jetzt flitz raus. Guck mal auf. Okay. Siehst du auf der Karte, wo ich bin? Guck mal, hier ist ein. Interessantes Haus. Ja. Ist aber abgeschlossen. Fällt dann unten Kannst rein? Du auf der Karte quasi meinen Punkt sehen? Soll ich mal gucken? Ich warte. Geh gucken, warte. Nö. Da ist aber eh kein Haus. Das ist in der Ecke ganz unten eins. Wahrscheinlich... Ist dann hier? Das hier, oder? Hier war ich vorhin auch. Nur in den blinkenden Häusern ist ein PC. Genau, aber es ist nicht so leicht, das herauszufinden. Hier, glaube ich, Kisi. Wo ich gerade bin. Ich bin hier einfach die Straße runtergelatscht. Guck. Warte, ich komme. Oh, der Typ kommt. Ja. Der Brezelmann. Genau, das hier ist einer anscheinend. Bist du? Unangenehm. Genau, weiter. Lauf. Die Straße runter. Da bin ich. Nice. Da läuft er. Warte, ich lenke ihn ab.
Genau, das Haus, Watchers Haus ist es. Oben. Okay, ich bin unten jetzt mal und guck mich mal um schnell. Unten ist nix, da war ich vorhin schon. Es muss oben sein. Ist mal Mandelwasser? Mm-mm. Außer es hat jetzt irgendwie geupdatet, aber vorhin war nix da. Ich bin oben. Okay. Soll ich ihn ablenken? Ja. Er kommt, er holt mich. Ja, er kommt zu mir. Oh fuck, jetzt dreh ich durch. Oh nein. Oh nein, ich auch. Oh shit, ich bin tot. Oh mein Gott, nein, ich hab den Computer. Ah, fuck. Ich hab den Computer, ich muss mich aber da ransetzen. Ich muss irgendwas eintippen. Es dauert. Ja, ich weiß, was wir machen müssen, Kies. Ich hab den Trick. Bist du tot? Ja. Bin durchgedreht. Ich morse da irgendwas rüber. Ich hab die Taktik, wir müssen unten erstmal alle Türen öffnen, damit der unten da langlatschen kann, weil so kann ich, konnte ich, musste die Türen öffnen. Das heißt, wir müssen immer unten alles öffnen. Ja. Und trinke ich jetzt mein Selbstmordwasser hier. Oh. Selbstmordwasser. Da kommt eh schon von hinten. Egal, ich war schneller. Ich hab leckeres Wasser getrunken. Genau, das heißt erstmal unten alles öffnen, weil dann kann ich den einfach ausbalancieren. Ist jetzt aber wieder dasselbe Haus oder sind die random? Nee, dasselbe. Das war vorhin auch schon. Das heißt, da können wir direkt hindüsen. Und ich glaube auch, wenn wir es schaffen, dann bleibt es auch. Moment mal, das ist erledigt. Wir müssen da nicht mehr hin. Oh, nice. Das Spiel ist ja richtig fair. Ja. So, aber warte mal, dann war das hier. Das hier war das. Dann heißt das, wir müssen in die Richtung, irgendwie hier. Hier runter und dann irgendwo rechts muss das sein. Ich komme. Das hier vielleicht da vorne? Ich weiß nicht. Ich habe echt keine Orientierung mit dieser Karte. Das hier? Kann man da rein? Nee. Moment, das war das hier. Ah, das Große. Das sind wahrscheinlich immer die Großen. Weil wir nach oben müssen. Große hier. Nee, ist auch zu. Das hier hinten? Ich guck mal hier rein, Moment. Das geht auf. Oh, das welches? Sieht, aber das ist ja kein großes. Nee, aber das sieht vielversprechend aus. Das ich bin in einem Kerzen. Großen. Ich hab's. Ich hab den nächsten Computer. Nice. Ich bin schon am PC. Ich bin direkt gegenüber. Ich bin so einem Geisterhaus. Ich auch. Ich bin in einem, wo es 100 Pro auch ist. Oh ja, da ist auch ein Dude. So, ich glaube, du bist direkt gegenüber von mir. Ja, das kann sein, aber lass mal gucken, ob hier irgendwie ein Mandelwasser drin ist, sonst kriegen wir wieder einen Nervenzusammenbruch. Ja, ich habe schon eins, wenn du eins brauchst. Ich habe nur ein Bild von unheimlichen Zwillingskindern. Das muss reichen, das um meine Psyche das zu... Das ist eine Tortur. ...zu stabilisieren. Und ich habe wieder dieses geile super Wasser, was dir alle Füllungen mit einem Schluck aus der Fresse zieht. Wo bist du jetzt? Gegenüber von dir. Wo bist du? Gegenüber. Von dem Haus. Leuchte mal so ein bisschen. Kann ich auch pfeifen? Wie ging das nochmal? Nee, das war das andere Spiel, glaube ich, oder? Oh, ich höre Big Johnny hier rumstampfen. Ich nicht. Hab dich. Nice. Dann machen wir unten mal alles auf und dann lenke ich den ab. Du kannst ihn auch wegsperren mit einem Verschlussriegel. Echt? Oh, Vorsicht, dass er dich jetzt hier nicht von oben sieht. Okay, da ist er. Ich sehe ihn. Der PC kann aber auch unten sein, denn beim anderen war der PC unten. Warte, ich muss das Wasser trinken. Da steht ihn einsperren, deswegen könnt ihr auch die Türen schließen. Ja, man kann, aber das geht alles nicht so schnell, ne? Die Türen brauchen erstens ewig, bis sie aufgehen. Ich locke ihn mal runter, warte. Wo ist er denn jetzt? Soll ich dann hochdüsen? Ich bin oben. Okay. Ich finde ihn nicht. Ah. Oh Gott, der stand direkt hinter der Tür. Oh, Alter, habe ich mich erschrocken. Okay. Ja, jetzt liegt alles an dir, Motherknarr. Okay. Knutzen. Knutzen. Alter, habe ich mich irgendwie... Okay, ich dreh durch.
verrissen. Oh Gott, schnell, trink doch einfach deinen dummen Drink. Achtung, er kommt, er kommt, er kommt. Fuck, fuck, fuck. Oh fuck, ah! Oh Gott, Hilfe, ich hab lass die Arschkarte. Lass dich dann vom Oktopus fressen. Die Animation habe ich noch nicht gesehen. Ich hab's irgendwie geschafft. I'm a survivor. Kann der bitte gehen? Heftig. Ist der hängen geblieben? Keine Ahnung. Nee, der geht weg, oder? Jetzt wird's halt. Aber der hängt fest! Echt? Scheiße, ja. Wie das Ding aussieht. Was ist das? Also, das ist so ein riesiger. Türk, der hängt fest. Hat der Hände? Das ist voll geil eigentlich. Kannst aber du mal gucken, ich weiß halt nicht. Flutschen. Probier's. Nee. Na, leider nicht. Flutschi. Ja, ich weiß, mit Taste 1, 2, 3. Ich muss aber warte mal, haben wir jetzt. Haben wir jetzt. Danke, Lott. Ja, mein Haus ist auch, wo ich drin war. Jetzt fehlt nur noch das letzte Haus. Okay. Das ist ein kleines, oder? Das ist irgendwo an der Ecke. Nein, das war das, wo du drin warst, oder? Hm. Oder nicht? Mama, zeig mal her. Muss mal drauf gucken. Ja, doch, das war das, wo du drin warst, ganz an der Ecke. Also da, wo ich drin war, hinten dran an der Ecke irgendwie. Mhm. Ich komm. E-Beams. Links, da nochmal links die Straße entlang da. Muss doch hier sein. Ja, ja, und dann ganz ist da hinten in der Ecke. Ja. Also nicht das da, wo wir eben gerade waren. Das war, glaube ich, ja. Das, oder? Nee. Yeah. Nee, das war's nicht. Das eine da weiter geradeaus, oder? Das eine ach, da, hinten. Genau, das war ich, ja, genau, hier geradeaus, da. Mama, ich guck nur, ob hier was zu trinken ist und so. Wir wissen, wie wichtig das ist. Okay, da kommt auf jeden Fall runter. Achtung, er kommt. Ab und zu verstecken die sich auch regelrecht hinter der Tür. Die Schweine. Ja, die Schweine. Bleibt er da hängen, oder was? Leuchte mal nicht an, dass er weggeht. Einfach freundlich ignorieren. Okay, in dem ja, Haus ist auch da. Einer drin. Wo ich jetzt gerade bin, ich gucke gerade nämlich nach ein bisschen Ressourcen. Mhm. Okay, da geht's hoch. Er kommt die Treppen runter. Er läuft hinterher. Oh nein, ich steck eh. Oh, ich warte, hab's geschafft. Ich jetzt lenk geh ihn hoch. Ab. Okay. Was zur Hölle? Er läuft noch mir hinterher. Okay, soll ich hoch? Was? Ich dachte, du wärst da oben. Oh, er ist festgebackt auf dem Küchendresen. Geil. Alter. Okay, ich bin jetzt oben. Ich bin auch oben. Ich hab hier den PC. Dann komm mach, her. Mach. Hier ja, bei mir, mach, komm rein. Geh ran, ich guck hier noch nach Materialien. Wieso geht die Tür nicht zu? Er sagt ja, die brauchen ewig. Das mit den Türen ist nicht so, wie man es denken mag. Die Leute sagen, wir haben immer so viel Glück. Gott sei Dank haben wir so viel Glück. Wir müssen das nämlich aufwiegen, weil wir keinen Skill haben. Oh yeah. Wir haben auch super viel Glück, was eigentlich unser Beruf angeht. Können ja. Gar nichts, aber sind und irgendwie erfolgreich damit. Hat trotzdem funktioniert, geil. Ja, das ist echt faszinierend, dass wir davon leben können. Bestimmt. So, jetzt müssen wir hier okay. Wieder zurück. Glaub ich. Nice Keys. Whoop, whoop. Wenn wir jetzt sterben, ist eh egal, weil speichert ja Gott sei Dank. Ja, das ist nicht wie Inside the Backrooms, wo du eigentlich wieder das ganze Spiel neu starten musst. Ah, das finde ich auch nervig, muss ich ehrlich sagen. Du nicht? Oh, ich drehe gleich durch. Vielleicht schaffen wir es noch. Doch schon, aber ich würde es trotzdem durchspielen. Shit, ich kann nicht gehen. Easy. Hast du kein Mandelwasser? Oh, ich glaube, ich bin jetzt tot. Ja, der jagt ja hinterher. Der ist richtig. Oh shit. Tot? Ja, ohne mich. Klar. Redet nie wieder von Glück. Kisi. Sobald man sagt, man hat Glück, ist man eh am. Stirbt man, ja. Ja. Absolut. Boah, das ist ein Riesenhaus.
Das ist ein Pfeil. It's a trap, oder? Geschafft. Ja, Kies, ich bin wieder da. Wo sind wir denn jetzt? Oh nein, wir sind schon wieder unten, oder? Restricted Area. Gott, Alter, was ist das jetzt hier für ein Ding? Brecheisen? Und ein Zettel. That thing has an administrator card. That can't get us anywhere. Hide here. Okay. Whenever you enter the laboratory, be sure to locate the emergency safety shower, as it may have been moved to a different area. In the event of an accidental contamination, instruct the affected person to stand in the middle of the emergency platform on top of the footprints. The platform should automatically close to ensure everyone's safety. Next, make sure the filtering unit contains 4 full bottles of concentrate. If some of the bottles are only partially filled or missing, place a new bottle in its spot. You'll know that the unit is ready when all 4 lights are green. Now you can push the emergency shower forward until it's locked in place and can't be moved anymore. At this point, you can rotate the handle on the shower to activate it. The platform should remain closed and will automatically open up when the process is complete. Manually opening the platform can cause harm to the affected person or others in the laboratory. Please make sure to clean the equipment and replace all the materials before leaving. Okay, wir müssen das Vieh da irgendwie reinlocken und dann säubern. Oh Gott. Ach du heilige Kacke. Shit, guck dir das mal an. Ich hab ja nichts mehr. Warte, ich hol mir nochmal kurz am Anfang, waren da bestimmt Sachen gelegen? Oder? Nee, waren nicht, ne? War nichts, nee. Kies, ich hab keine Taschenlampe. Hast du noch eine übrig? Nö. Oh, super. Alter, was geht denn hier? Oh, ich hab, Oh shit, ich hab ihn. Und ich hab eine Flasche, so eine Gasflasche. Der ist bei mir, Kies! Und noch eine. Ja, was soll ich machen? Der ist ganz schön hartnäckig, der Sack. Sperr ihn ein, du musst ihn einsperren. Geht nicht so leicht. Kies, mach auf! Wow, ja, was ist das denn? Tot. Geht doch so ein Spind, das sind überall so Spinte. Ich hab doch keine Taschenlampe. Kies, das hat wehgetan. Warte mal, soll ich weitermachen? Ja. Kies hat einfach mal ein Fläschchen geholt hier. Ich hab 2 sogar schon. Oh, super, Kies. Oh. Super, Kies. Desinfizierst du den jetzt? Okay, das hat nicht funktioniert. Nee, also hat er dich einmal, dann war's das. Ich dachte, ich würde den jetzt in die Falle da locken, aber vielleicht müssen erst alle Flaschen da sein, ne? Ja. Jetzt habe ich auch keine Taschenlampe mehr, cool. Jetzt weißt du, wie es ist. Oh, aber also die Flaschen sind noch da. Oh, nice. Wer den einmal im Arsch hat, kriegt den immer weg. Kann ich den vielleicht hauen? Also, zack. Ja, bestimmt. Für was ist das denn? Du hast ja eine Brechstange. Safe. Einfach eins überbraten, wenn er kommt. Böser nackter Mann. Aus. Hier ist auch noch eine Brechstange. Oh, ich hab auch eine, geil. Ach, guck mal hier, du kannst auch das hier öffnen. Bist du hier in den Schacht reingeklettert? Nö. Ich such. Nö. Zeug. Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht so. Ich wusste, dass es dich erschreckt. Hier, guck mal. Das ist von meinem Sohn, der Windelberg. Boah, von Wahnsinn. Einer Woche. Das ist meiner nach meiner Periode nach einem Tag. Ja, das glaube ich dir. Vorsicht, da ist der irgendwo, gell? Da läuft immer diese Schlaufe hier. Ich habe eine Warst Flasche. Warst du da schon drin? Im ersten Run war ich da drin, ja. Okay. Ich habe eine Flasche, die will ich jetzt auch abgeben, damit, wenn ich sterbe, ja, damit es drin hängt. Weil ich habe bis jetzt nichts gefunden, kein Wasser, gar nichts. Ich habe noch eine gefunden. Ja, dann schnell. Schnell reinschieben, das Ding. Und abspritzen, die Sau. But I don't live. Was? Hier. Bist du überhaupt du, weil... Ja. So, hast du irgendein Problem? Du musst sie auswählen in deiner Hand und dann mit F rein. Geht. Ja. So, und jetzt, wie kriegen wir den da hin?
Jetzt müssen wir dieses dumme Sprühdings dahin schieben dann gleich, oder? Nee, aber erst, wenn das Ding gefangen ist. Ich muss den jetzt herholen. Warte mal. Hello. My friend. You from Germany. Wo ist der denn, wenn man ihn mal braucht? Da ist er doch, ich bring ihn. Easy, bist du bereit? Ich bin bereit, aber ob das funktioniert, I don't know. Wir müssten es eigentlich, glaube ich, erst hinschieben. Es ist schon da. Ja! Nice, nice. Und jetzt? Jetzt irgendwas drehen, warte. Yes! Stirb! Typen wie dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Schmelze! Ich glaube, es war qualvoll für ihn. Oh, das ist einer von uns? Gibt's eine Karte? Ja, Special Agent Keys, Reinigungskommando. Das ist meine Assistentin. Knutrun. So ein Backrooms Roleplay. Weiß nicht. Irgendwo wird jetzt ein Raum sein. Wahrscheinlich dieser komische in der Mitte, oder? Oder? Ist da, war da was? So. Muss man denke doch dem mal. Rumdoktern? Hier vielleicht an dem PC. Hier ist mein Ausweiskumpel, guck mal. Ja. Das sieht doch hier so sassy aus. Kann man da irgendwas am PC machen? Hier, diese Maschine vielleicht? Nee. Oder gibt es irgendeinen Special-Ausgang, den wir nicht gefunden irgendwo haben? Vielleicht war was im Startgebiet? So oder dieser uns? Rote Raum? Vielleicht können wir den öffnen. Oh Gott, das ist mir gerade erschrocken. Ging da was? Nee. Ich hätte mir vorstellen können, dass man diesen Raum muss. Okay. Ich glaube im Startraum, Kiesi, ich komm mal. Ja, beim Startraum. Die Maschine vielleicht. War irgendwas hinter uns? Nee. Da ist nix. Wiu! Oder können wir mit der Brechstange die Scheibe einschlagen? Probieren wir's. Nö. Okay. Wir müssen, glaube ich, zurück ins Hauslevel. Was habe ich denn da eingesammelt? Ich sehe es gar nicht. Ab zurück ins schwarze Nichts hieß. Echt? Ja. Was hast du eingesammelt? Ins schwarze Nichts. Eine rote Karte. Ja, aber hat die irgendeine Beschreibung? Nee, ich sehe sie nicht mal. Steht bei dir Loading, oder? Ja, wir müssen zusammen, glaube ich, gehen. Okay. Aber was machen wir damit jetzt? Ist hier vielleicht noch irgendwas in diesem Haus? Ah, hier, warte mal, hier ist so ein roter Schein. Ah ja, was ist das? Draußen leuchtet. Nee, warte. Hier. Nee. Vielleicht hier. Nee. Ja, irgendwas leuchtet hier rot. Geht's noch höher? Nee. Also irgendwas ist hier doch komisch. Ich nix wissen. Ich hätte einfach mal gerne eine Taschenlampe. Draußen könntest du dir einen auf der Bank kannst du einen holen, rein theoretisch. Es gibt irgendwo ein großes Tor. Also raus. Nochmal zum Zaun. Du bist okay, ich möchte mit dir zusammengehen. Ich gehe gerade raus. Nein. Ich bin draußen. Ich hole mir jetzt eine Taschenlampe noch da vorne. Bei der Murkoff-Anlage. Daily News. So, ich habe Taschenlampe. Soll ich eine mitbringen? Ja. So, wo bist du jetzt? Hast du denn was gefunden? Warte. Hier bitte. Oh, danke. Ja, und jetzt? Wohin damit? So, irgendwo ans Gitter. Irgendwo geht hier was. Ah, locked.
Wo? Wenn ich das anschaue, ist hier noch irgendwas lockt und leuchtet rot. Aber ich weiß nicht, ob das wichtig ist, wenn ich auf diesen Bildschirm gehe. Moment, aber hier bei dem Raum oder? Warte. Also hier auf der Karte, aber ich weiß nicht, ob das vorhin so war, bevor das Ding kommt. Ich weiß ja nicht. Code Braun. Ans Auto. Ihr müsst am Standard ein groß. Was? Es gibt am Stand. Am Stadtrand ein großes Tor. Das ergibt Stadtrand. Sinn. Stadtrand. Da. Aber guck nur auf die Karte. Am Stadtrand ist ein Tor und es leuchtet auch rot. Am Stadtrand? Das ist der Eingang, glaube ich. Das ist das riesige Haus. Okay, dann muss es irgendwo da hinten sein. Ja. Ich komm mit. Ja, wie soll man das rausfinden, ey? Ja, einfach rumrennen, suchen und verzweifeln halt. Oh, ich hab grad einen Trip. Oh, ich hab auch nichts mehr groß. Ich hab noch ein Wasser. Auch nicht. I love my life. Vielleicht sollten wir dann... Nee, ich hab gar nichts mehr. Oh shit, ja, ich hab auch einen. Ein Trip. Das ist ja schon mal nix. Ja, ich... Bitte geh auf. Hier ist nur Giftwasser, Giftwasser. Nur Riegel. Giftwasser, Riegel. Da ist ein Wasser. Hier, bei mir ist Mandelwasser. Und noch ein Computer. Hä? Noch einer. Okay, ich mach mal den Computer. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Ich mach ihn einfach jetzt. Oh, ich wär jetzt fast abgekratzt, Kies. Ich bin abgekratzt, obwohl ich gerade. Cool. Ja, ich sehe dich. Diese hier. Kackdose getrunken hab. Das gibt's doch nicht. Was für ein Beschiss. Ich zieh durch. Geile mich. Du schaffst es, komm. Du schaffst es. Ein Loch im Zaun. Im Zaun. Ein Loch my im Zaun. Guiding Angel. Aber wofür hatten wir dann die Karte? Okay, hier ist schon mal kein Loch im Zaun. Für was haben wir dann aber jetzt nochmal einen Computer gefunden? Das ist eine sehr gute Frage. Oh mein Gott, aber ich muss die Karte von dir holen. Musst du? Ja, bestimmt, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, die haben... Aber probier's mal, ob die da irgendwo liegt. Schokoriegel. Schokoriegel, ja. Aber keine... Hab ich die Karte jetzt? Nein. Die sieht man aber nicht im Inventar, die hast du 100 Pro. Okay. Ich hab gedacht, das wäre vielleicht ein Inventar-Objekt. Hey! Nee. Hey, dieses dumme Ding. Yo, Bruder. Was geht? Was geht? Keep low. Oh my god. Oh, da nein, ist doch was. Schon wieder, da ja, ist es doch. Nein, ich hab schon wieder einen Trip. Ich muss ganz kurz Wasser trinken. Kein Risiko eingehen. Oh, schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Yeah, we got it. Und wieder Computer finden. Yeet. Ja, bin ich jetzt frei? Ja, Silent Hill. Ich bin auf dem Maisfeld, irgendwie ist die Grafik pixeliger. Auch. Hier ist noch Mandelwasser und eine Taschenlampe für dich. Mandelwasser und das hier. Okay. Merci. Warte, ich hau mir mal hier noch einen Schokoriegel rein und den hau ich jetzt weg und dann können wir hier durchrennen. Durch die Maisfelder? Können wir das? Weiß ich nicht. Oh Gott, können wir ja. Oh Gott, ja. Nee, Alter. Ich glaube, das ist so ein Loop. Das ist aber was Rotes. Hat das was zu bedeuten? Wo ist was Rotes? Da hinten, rot leuchtende Sonne oder. Sehe ich gar nicht. Da in der Ferne. Nee, ja. Ich sehe das nicht, nee. Okay, ich kann mal dann, rein. Der Warte, bleib doch bei mir. Bei deinem Zettel? Gott. Kies. Ich bin. Ah! Oh Gott! Da? Bist du tot? Ja. Was ist da? Was ist denn Mais? Ein Mensch, der mich getötet hat? Siehst du mich? Shit. Ja. Siehst du jetzt die Sonne da hinten? Nee. Ehrlich gesagt nicht. Oh, ist das ein Maislabyrinth? So, dass ich man da. Ich glaube. Oh, Herrgott. Also, man darf, muss immer rennen, rennen, rennen. Das ist wie bei Slenderman: The Arrival.
Slenderman. Hier ist anderer Mais. Salat. Salat. Eine Farm. Ah, das ist, oh nice. Ist das ein Checkpoint? Hoffentlich, 100 pro. Ja. Taschenlampen und sowas, ja, sieht checkpointig aus. Ja, was steht da an der Tür? War ein Zettel? Ja. Hier. Turn on the windmills. The light will point the way out. Okay, ich muss die Mills anmillen. Da steht dasselbe. Siehst du die irgendwo von Weitem? Ich sehe hier keine einzige Mill. Auch nicht. Ach, kacke, sind die da irgendwo im Feld versteckt oder? Oh no. Da muss da aber irgendwo eine Karte geben, dass man die sieht, oder? Ich renne halt jetzt direkt Richtung Sonne. Hab eine. Ach, die Sonne ist die Windmill. Ah, das, aber ich sehe das nicht. Ich sehe es bei dir auch nicht. Ist jetzt angeturnt? Hä, ich sehe da keine Windmill. Da ist nichts. Das leuchtet die grün. Nee, ich sehe gar nichts. Ach, da hinten ist wieder eine Mill. Oh mein Gott, Kettensägen-Psycho, was zur Hölle? Nee, jetzt, Alter. Scheiße. Alter, was ist das für ein Trip? Ich wollte schon sagen, ich habe starke Texas Chainsaw Massacre Vibes. Und auf einmal kommt dieser Dude, ey. Auf einmal kommt Leatherface und sagt, willst du mir Haut spenden, Kies? Du hast so viel im Gesicht. Und ich so, na, weiß nicht, ich brauche ja noch. Heute nicht, ja. Heute bin ich nicht so auf Hautspender-Niveau. Hab ich gerade nicht so Bock drauf. Not today. Er hat gesagt, du hast sehr schöne Lippen, Kies. Kann ich die tragen? Und ich so, du. Darf ich sie einmal küssen? Ohne Lippen kann man nicht rauchen. Also von daher. Ist ja schon hier warst fast, du schon, oder? Ich wette, nee. Ich wette, wenn ich. Ach, guck mal, hier ist wieder ein. Ja, wenn ich jetzt sterbe. Soll ich sterben? Dann spawnst du da, meinst du? Ich vermute es. Es deutet sehr stark darauf hin, oder? Ach, kacke, komm schon, Alter, was ist denn dein verdammtes Problem? Der jagt mich. Ich sehe den gar nicht. Bei mir wird das teilweise gar nicht angezeigt. Der da, guck hier, der. Nee. Hat er mir die Fresse zersägt. Hab ich nicht gesehen. We didn't see that. Oh, nice, wir sind hier wieder beide. Ja, hab ich doch gesagt. Nice. Ich wette, wir kriegen hier super, Checkpoint. Super. Jetzt sehe ich die auch. Die leuchtet von Anfang an nicht gesehen. Hier leuchtet die nächste rot. Und da müssen wir hin, ja. Da wo es rot leuchtet. Das habe ich nicht von Anfang an nicht gesehen. Mach einfach mal die Glotze auf. I didn't see that. Also es wurde mir nicht angezeigt. Weil Knu mit geschlossenen Augen spielt. Aber liebe Kinder, verurteilt sie nicht, denn sie hat eine Delle im Kopf. Genau. Wenn nicht aufpasst, dann werdet auch ihr eine eines Tages bekommen. Das sind mal die Horrorgeschichten, die du deinen Kindern am Lagerfeuer erzählst. Und dann habe ich 18 Stunden ein Headset getragen und als ich es abgezogen hatte, habe ich eine Delle auf dem Schädel. Na, wenn gespürt. Ihr zu viel spielt, dann bekommt auch ihr eine Delle. Hört auf, Fortnite 8 zu spielen. Sonst kriegt ihr eine Delle. So, den hast du schon angemacht. Dann gehst du zu dem Roden. Und ich werde mir jetzt auch mal so einen Saft reinsaugen. Weißt du hast auch hier deinen investigativen Journalismus-Kanal. Da wäre das Dellenthema mal echt interessant. Greif das mal bitte auf. Die Dellenverschwörung. Die Dellenverschwörung. Was passiert, wenn eure Kinder zu viel YouTube schauen? Oh, den hast du jetzt auch schon aktiviert. Na toll. Ja, ich bin voll schnell irgendwie. Ich bin so Speedy Gonzales. Hier ist noch ein roter. Ja, da bin ich schon auf dem Weg hin. Quasi schon da. Oh, ich den Abspann. Boah, cool, ich sehe den Abspann. War ein tolles Spiel. Hat Spaß gemacht. Weg. Ist auch mal so eine. Was ist da hinten? Da hinten leuchtet irgendwas weiß. Oder ist es Nebel? Ja, ich sehe es. Nee, ich glaube, wir sind falsch. Wir müssen, glaube ich. Oh nein. Schnapp dir, Knu. Das tut er auch. Er sagt. Oh nee, tut er nicht. Oh doch, tut er. Oh nein, tut er nicht. Oh doch, tut er, Mann! Okay, Kies, it's all about you. Nee, warte mal, hier geht's auch nicht. Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, das ist so ein ganzer Abfuck, wo du echt extrem weit außen rum laufen musst, um den zu bekommen. Ich habe Wasser im Schuh. Klack, 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 klack. Guck mal, hier ist wie so eine Schneise.
Ja, da hinten ist wie so ein Flughafen, aus dem wir endlich dann mal rausfliegen können und raus aus den Backrooms sind. Glaubst du, das ist das Ende? Man fliegt aus den Backrooms? Ich glaube ja. Wir fliegen mit der Knuro Wings! Ist das eine Werbung? Knuro Wings? Knuro Wings. Mit der Knulines. Knulines. Knuro Wings passt besser. Ryan Knu. Ryan in den Knu. Ryan in den Knu. Nee, wie komme ich denn da hin? Ich entferne mich doch jetzt immer mehr. Ich glaube, das ist extra so jetzt tricky gemacht, dass wir jetzt nee, irgendwo ist irgendein kleines Loch. Ja, Loch. Und das muss man finden. In dem der kleine Kies-Samen reinstürzen wird. Da kleines, ist wieder... Ich glaube, ich habe gerade ein kleines Loch liegen gefunden. Oh yeah. Sieht gut aus. Nee. Nein, sieht schlecht aus. Ah, lauf mal links weiter, oder nicht? Okay, ist so gut. Nee. Ich bin nicht tot. Auch wenn dir das gefallen würde, muss ich dich nicht. Nö, ich bin doch voll in deinem Team. Oh Mann, dass die da aber auch nicht drüber steigen. Ey, jeder normale Mensch, ne? Und einfach drüber steppen. Oh, hier liegt doch da. Oh, hier liegt da. Ja. Irgendwo hier. Oder es ist irgendwie ganz woanders. Naja, deswegen glaube ich, das ist voll. Ach Mann, tricky. Das lief doch jetzt alles so gut. Warum müssen das letzte jetzt so ätzend designen? Ich glaube, dass es so richtig nervig liegt. Warum Spiel? Warum seid ihr so anti? Why are you doing this? Why are you doing this Spiel? Ah, warte. Ah, waren wir vorhin schon? Waren wir da wirklich schon? Es gibt nämlich mehrere. Ah, okay. Ja. Guck mal, nee, da ist eine Leiche, da waren wir wirklich schon. Kacke! Wie du mich angeschaut hast. Ich war richtig frustriert, als ich das zerstückelt auf dem Boden gesehen habe, weil ich mir so, ah, Mist. Ja, aber... Oh. Nee, das ist ja das hier. Gibt's da noch von hier aus. Ja, geradeaus und dann rechts. Ich nehme nochmal hier so einen Energy-Riegel. Und was zum Schnellrennen. Wer ist hinter dir? Ach, verdammt. Ich irgendwie an den Kettensägenmann von Castlevania. Von Castlevania? Du meinst eher von Resident Evil. Castlevania gibt's auch einen. Im Labyrinth, der war sehr nervig. Oh, ich habe Castlevania schon sehr lange nicht mehr gespielt. Auf Nintendo 64 damals. Das letzte Castlevania, was ich gespielt habe, war dieses PlayStation 3, Xbox 360 Castlevania. Das war eigentlich ganz cool. War das gut? Ja, es war sehr gut. Total unterbewertet. Wirklich, es war eigentlich ein richtiger Hit. Ist oft so. Gibt's jetzt zwei Teile, aber leider sind die gefloppt irgendwie. Aber es war sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Castlevania, Shadow... Es war, ja! Ja, es war extrem stark. Kann ich nur empfehlen, dass du die nachholst, wenn du Castlevania magst. Ja, ich liebe das. Dann musst du sie nachholen. Ich würde die auch voll gerne nachholen, aber das sind halt wieder so Spiele. Das guckt das jemand, frage ich mich dann immer. Das ist eine Arcade-Halle. Ja. Arcade. Da kannst du einen Indiana Jones Film schauen. Lord of Shadows, genau. Da gab es zwei Teile von, die waren beide sehr gut. Auch richtig cineastisch am Anfang. Das ist so eher so ein bisschen in die Richtung wie Devil May Cry meets Castlevania. Geil. Kennst du Codeca? Nee. Oder? Das war eines meiner Lieblingsgames. Und Parasite Eve kennst du auch. Ja, Parasite Eve kenne ich, klar. Der eine sonst war, er war geil. Schade, dass du solche Spiele nicht noch mal. Ich habe überlegt, ob ich mal Clock Tower 3 Let's Playen soll. Boah, das war geil. Ich hab's geliebt. Das war ziemlich geil. Da gibt's so HD-Mods und so und emulierte PS2-Versionen, die aufgehübscht sind. So geil einfach, die Games. Im Moment spiele ich Scarface. Was auch richtig nice ist. Und halt die Saw Games habe ich nochmal durchgespielt jetzt. Geil. Condemned 2 würde ich voll gerne machen, aber das ist sogar beschlagnahmt. Echt? Mhm. Das ist eigentlich krass. Auf einem Niveau mit Manhunt. Kies, wir sind draußen. Hier geht's raus. Echt jetzt? So, wirklich? War's das jetzt? Was nun? Das war die ganze 7?
Ich glaube... We did it! Aber wir sind noch nicht komplett fertig. Da gibt's ja mehrere als die 7. Glaubst du? Ja. Aber das ist... Aber... Die 7... Da gab's ja letztes Mal auch so ein Open Ending. Oh Gott, wie kommen wir wieder 9? Zurück? Guck mal, die 9 ist sogar zu. Wie kommen wir denn wieder zurück? Hier! Die 3... Ja, die ist auch noch. Die gibt's auch noch. Die... Nee, das ist die Arcade-Halle. Sind wir wirklich durch? Nee. Kann man hier was machen? Hier lang. Nee, hier geht's nicht. Hier ist Brett, Wand. Doch. Oh. Oh, wow, wow. Oh, okay. We did it. Ja, war geil. War richtig gut. Ja. Voll cool, vor allem wie viel Mühe die sich gegeben haben und alles und so neu irgendwie. Ich liebe dieses Endlied, wo jetzt mal kommt. Ja, das ist so richtig befremdlich, finde ich. Finde ich richtig cool. Das erinnert mich immer an Knu, wenn sie durchgeht. Ja. Da läuft auch immer das Lied. Hey, du Arsch! Genau so, Keith. Genau, die Musik kommt, wenn ich duschen gehe. Boah, krass, das ist nur ein Entwickler, ey. Wahnsinn. Not the bad. Cheesy. Es war mir wieder eine Freude, mit dir durch diese vielen Levels zu sliden. Und Leute, wenn ihr uns virtuell umarmen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo und natürlich auch einen Kommentar. Denn nur so machen wir den Algorithmus glücklich. Ja, leider will er immer mehr, ne? Das ist wie so eine toxische Beziehung. Ja, der Algorithmus, der peitscht uns. Ja. So, ja, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Kuschi. Mwah. So ein ganz verhaltenes. Kleinen Pussy. Ich merke, du machst das nicht oft. Nein, aber hier habt ihr auch so einen ganz kleinen von mir. Aber der ist trocken. Ich, die Knie sind feucht, aber meine sind trocken. Ist aber kinder cute. Tschüss.